muss ich jetzt schon mal gut machen. Mhm. Alright. So, wie tönt das bei mir? Gut, gut. Beim Jan? Ah, das ist jetzt nicht gehört, genau, ja. Da muss ich, für das muss ich ja reden. Nein, ich bin da, alles gut, der Espresso ist fein. Perfekt. Das guter sind ja schon Start in den Tag. Ich kann mal sagen, das sind gute Bedingungen. Mm. Dann legen wir doch los. Bild ist auch gut, oder? Super. Boom! Viel gut Podcast mit dem Jan Billeter. Willkommen. Danke. Viel gut. Klingt schon mal gut. Das heisst, man fühlt sich nachher besser, wenn man da dabei war oder zugelassen hat. Also mir geht es persönlich so, aber ich kriege es auch von Leuten mit, die hören oder schauen, dass es ihnen besser geht. Im besten Fall geht es ja allen besser, wenn sie es gelassen haben. Ja, also es ist natürlich auch super eigennützig, was ich hier mache. Ich hoffe, für die Gäste bringt es auch etwas. Ja, nein, das ist ja das Ziel der ganzen Sache eigentlich. Dass es dem Publikum gefällt, den Gästen, und dass es einem selber auch noch Spass macht. Ich meine, was willst du denn noch mehr? Ja, vor allem weil es halt wirklich einem erlaubt, einmal intensiv mit jemandem zu schwätzen. Mhm. Also weißt du, das kennst du ja sicher auch. Du lernst zwar sicher unglaublich viele Leute kennen. Und bei gewissen hast du das Gefühl, das war wahrscheinlich noch ein cooler Mensch irgendwie. So, aber du kommst gar nicht dazu, einmal einfach anzusitzen und wirklich miteinander zu schwätzen. Sonst ist immer so zwischen Tür und Angel. Ja, das ist eigentlich noch verrückt, dass das im Leben häufiger so ist, oder? Dass extrem. Jetzt, wenn man das so organisiert und wir jetzt da sitzen, wir jetzt eigentlich intensiv und ausführlich miteinander reden und die Zeit nehmen. Ja. Und dass das sonst manchmal wirklich gar keinen Platz hat. Oder auch wenn du in einer Gesellschaft bist, wo ganz ein Haufen Leute sitzen, ja, dann hast du schnell da ein paar Minuten geredet und da ein paar Minuten geredet. Genau. Und häufig ist es nur sehr oberflächlich gewesen. Und eigentlich, das wäre eigentlich etwas. He? Du müsstest so mehrere Boxen installieren, wo ja, die Leute so miteinander sitzen und miteinander reden. Stell dir nur schon mal vor, daheim auch. Was das würde bringen, wenn man so miteinander reden würde. Vor allem, weil man sich im positiven Sinn dazu zwingt, allein schon, ich habe jetzt die Handys dort hinten. Ja, genau, abgestellt, das ist weg. Es kann jetzt eigentlich niemand reinrennen und irgendwie sagen, du, nur noch schnell wegen dem und dem. Und also, ich glaube sogar Sitzungen oder so, hast du nicht einmal eine Stunde intensive Sprechzeit. Ja, genau. Du hast konstant überall Ablenkungen. So. Da kann ich das Studio auch mal mieten. Eigentlich würde ich auch gerne mal ein paar Leute einladen wieder. Und so. Das wäre vielleicht wirklich noch wichtig und gut, wenn man das machen würde. Das ist ja eigentlich ein Armutszeugnis. Man könnte sich an so vielen schönen Plätzchen treffen, zum Reden. Aber ja, es gibt ja so viel Ablenkung heutzutage. Ja. Ist dir das schon bewusst gesehen? Oder machst du irgendetwas dagegen? Oder ist das einfach auf der Ist-Zustand? Nein, probieren wir natürlich schon wirklich Zeit zu nehmen. Also jetzt fangen wir jetzt wirklich gerade mal mit der Familie an, mit den Leuten, die du am engsten zusammen bist und so weiter. Oder? Also dass wir auch, meine Frau schaut da wirklich auch drauf, dass wir wirklich auch zusammen ansitzen und essen. Ja. Wir haben Teenager-Kind, die auch sehr intensiv ihr eigenes Programm haben und in ihrer eigenen Welt leben und mit dem eigenen Zeitplan. Und ja, man kommt halt wirklich nicht mehr zu unterschiedlichen Zeiten heim und geht wieder und so. Yeah. Aber es braucht ein bisschen Organisation und dann ist es gut. Und dann nur schon mal eben, dass niemand mit dem Handy an den Tisch ankommt, ja, ist dann schon wieder mal ein grosser Gewinn und ein Plus. Ja, das finde ich eh. Aber manchmal hat man dann in einer Viertelstunde gegessen und dann verstreut sich schon wieder alle irgendwo in eine andere Richtung. Und ja, wirklich auch daheim mal Fragen stellen und zuhören und ansitzen. Yeah. Wichtige Sache. Ja, also für mich als Teenager, weiß ich, ist Essen auch mehr Mittel zum Zweck gewesen, oder? Das ist dann eigentlich Nahrungsaufnahme. Mhm. Aber es ist ja nicht das gesellschaftliche, man essen jetzt. Also darum kann es sicher mal eine Viertelstunde kommen. Man muss es dann ein bisschen zelebrieren, das ist schon so, ja. Du hast schon recht. Was gibt's? Okay. Den halt. Ja, come on. Vor allem, wenn du dann selber in der Küche stehst und sagst, hey, nicht sehr viel Zeit investiert, haben wir jetzt wirklich Mühe gegeben. Den Rüebli, den ich da geraffelt habe. Kochst du auch ab und zu? Ja, würde ich ja ab und zu, aber jetzt in letzter Zeit habe ich überhaupt nicht mehr gekocht. Mhm. Ich koche eben eigentlich gern, aber es braucht halt Zeit und
ja, jetzt in letzter Zeit habe ich sehr viel geschafft, extrem viel zu tun gehabt. Yeah. Bin wieder voll irgendwie dran gewesen. Und ich brauche ein bisschen, klar geht es irgendwie schnell irgendetwas zuzubereiten, aber in dem bin ich nicht so gut. Yeah. Weil ich hinterlasse ziemlich ein grosses Chaos zusammen, auch in der Küche, und ich bin nicht der, der dann mit einer Pfanne zu Schlag kommt, sondern es hat dann für alles eine, und yeah, yeah, yeah. Ich bin dann extrem im Stress, wenn das im Timing muss stimmen, dass wenn alle dann am Tisch sitzen, dass auch alles parat ist. Und darum bin ich nicht so der Routinierte, der das so schnell aus dem Ärmel rausschüttelt, sondern ich muss dann wirklich mir auch die Zeit reservieren für das. Und dann habe ich Freude, um das zu machen, wenn es dann jemand anders aufräumt. Das wäre im optimalsten Fall noch. Das ist mein Hauptproblem. Ja. Ich koche sehr gern, aber eben, wenn du für alles eine Pfanne braucht, hast, mhm, und im Geschirrspüler hast du auch nicht so viel Platz für, ja, alle Pfannen. Genau, wenn du einen Pfannenspüler hast. Dann liegt auf einmal der ganze Kutten rum. Ja, so. Genau. Aber es wäre etwas Gutes, vor allem auch, wenn man es miteinander macht. Also, das ist auch cool. Das haben wir auch mit den Kindern schon gemacht. Jeder ist für einen Gang verantwortlich. Wirklich? Ja, das ist echt lässig. Vor allem eben mit so Sachen holt man sie dann ins Boot und dann, yeah, dann sind sie dann voll parat und alle da. Und das ist lässig. Und auch unsere Kinder können kochen. Das finde ich eben auch noch schön, dass sie nicht ganz aufgeschmissen sind in der Küche und auch selber können etwas zubereiten und sogar für die ganze Familie etwas können zubereiten. Also, unsere Tochter hat uns sogar mal ein Silvestermenü gekocht. Wirklich? Das ist dann mega, ja. Das ist geil. Ja. Ja. Das ist sicher auch etwas, irgendwie, will ich sagen, etwas Dankbares in dem Moment, mhm, oder? Wenn du kannst bei Silvester anhocken und du wirst bekocht. Und sie macht jetzt von der Tochter. Mega, ja, Freude gehabt, dass sie jetzt das auch, yeah, machen auch, oder? Yeah. Ja. Das ist wirklich, ja, geil. Das ist mir schon gut. Es gibt schon gute Gelegenheiten, dass sie zusammenkommen. Wenn wir jetzt gerade alle noch rausfinden. Ja, eben, man muss es halt auch planen. Das ist, mhm, ja, und das ist bei dir, habe ich gemerkt, eigentlich, wir machen etwas komplett Unterschiedliches. Aber in dem sehe ich eine extreme Gemeinsamkeit. Gerade schon vorher hast du noch gesagt, ja, heute oben gehe ich noch auf Fribourg, mhm, dort noch ein Match kommentieren. Und dann denke ich so, das ist eigentlich genau das Gleiche wie bei mir. Du bist sehr gesteuert von, an dem Tag weiss ich schon, in so und so viel Zukunft, werde ich sicher dort sein. Und an dem, ja, Tag werde ich sicher dort, ja, sein. Also eben, es vereinfacht ein Stück weit Planung, aber es macht auch extrem viel schwieriger, weil Geburtstag XY war halt auch dann, oder? Ja, wir haben wirklich jetzt bei SRF 24 Jahre lang 3 von 4 Wochenenden geschafft. Ja. Yeah. Und ja, das ist dann nicht nur den Samstag geschafft, sondern auch noch den Sonntag, wirklich ganze Wochenende geschafft. Yeah. Und viel am Abend, also ja, wie du sagst, dass mit diesen Geburtstagen oder wenn irgendetwas hat wollen, yeah, von mir, dann habe ich das wirklich weit voraus müssen kennen, weil der Sportkalender diktiert meinen Arbeitsplan. Und wenn Playoffs sind, sind Playoffs. Frühlingsferien hat es gar nicht gegeben, ist gar nicht möglich gewesen. Yeah. Und du merkst vor allem im Sommer, wie schnell dass denn die Sonntage vorbei sind. Also du hast im Prinzip einen Sonntag frei im Juni, einen im Juli, einen im August, einen im September. Oder? Gut, im Sommer hast du noch eine Ferien nehmen, dann hast du die noch dazugekriegt. Yeah, yeah. Aber ja. Aber die hast du ja müssen nehmen und vorplanen, genau, etc. Genau. Yeah. Und jetzt bei MySports ist der Sonntag jetzt meistens ein freier Tag gewesen. Mhm. Ausser sie haben schon irgendetwas noch etwas vorbereitet. Aber das war jetzt für mich etwas ganz Neues gewesen. Jetzt habe ich eigentlich am Samstag immer geschafft, wenn Hockeyrunde war, und am Sonntag frei kann. Yeah. Wow. Ja. Aber sonst ist das so, der Kalender wird bestimmt wie bei dir mit den Auftritten. Yeah. Und was jetzt speziell auch noch ist, du weißt nicht nur an welchem Tag dass du schaffst, sondern du weißt auch noch um welche Zeit dass du deine Höchstleistung musst bringen. Ab welchem Moment das musst du auf den Knopf drücken. Genau. Und das ist meistens so irgendwann am Abend der Fall, oder? Yeah. Bei mir wird jetzt heute Abend 7:45 wird der Böck eingeworfen. Ja. Dann geht es los. Und dann wird er bei dir im Kopf parat und es geht mir gut und ich kann performen. Yeah. Oder es geht in die Hose. Ja. Merkst du das in dem Moment? Ja, mal, es ist dir schon bewusst. Also das ist eben, ob du Comedian bist, auf einer Bühne stehst, ob du ein Sportler bist, mhm, oder jetzt auch der Sportreporter, der Kommentator. Du hast die Zeit, wo du weißt, ab jetzt gilt es. Es ist live. Yeah. Du hast nur eine Chance. Ja, so wie der, wo der der Fehlpass spielt, der zu einem Gegengoal führt, wenn, mhm, ich ja, meine ersten paar Sätze verhaue, irgendeine Info nicht stimmt, die ich schon früher rauslasse, dann trage ich das irgendwie auch noch mit, oder?
Dann ist der berühmte Wurmding. Ja, Mann. Das habe ich bei Moderationen habe ich das mehr gehabt. Also so am Radio habe ich so wie gewusst, da bin ich, keine Ahnung, machst den allerersten am 3 am Nachmittag nach den Nachrichten. Und wenn du dich dort irgendwie verhaspelst, hast du irgendwie... Ich habe dann gemerkt, wie ich eigentlich schon im Kopf aufgegeben habe. Weißt du, wie ich so ja. Ah shit, das ist einer von denen heute. Ja, so, bin und ich dann, nie Thema. Und dann ziehst du das die ganze Sendung mit. Und mit der Zeit habe ich dann gemerkt, dass mit einer positiven Gleichgültigkeit, das dann eben auch gar nicht beeinflussend ist. Ja. So, also es ist dann auf einmal zwar dort verhaspelt, hey, aber dann in der Stunde nach ist nichts mehr passiert. Genau. So. Ja, nein, ich kann das auch gut handeln und im Gegenteil, ich denke dann so, jetzt muss ich noch mehr Gas geben. Ja, yeah, das finde ich spannend, der Energiehaushalt. Mhm. Der gewöhnt sich ja eben auch, wenn du eben schon weißt, zu dieser Zeit, dort und dort, an diesem Tag, ich werde vor Auftritt, irgendwie so eine halbe Stunde vorher, werde ich super müde. Also wirklich so, ich könnte in dem Moment könnte ich auf dem Tisch könnte ich einschlafen. Nein. Aber genau eine halbe Stunde vorher. Und danach hat das System so richtig aufgefahren, dass ich dann eben eine halbe Stunde später komplett da bin. Wow, das ist ja noch cool, wenn das bringt es eigentlich, dass der Körper dann nochmal so runterfährt und sich entspannt. Mega. Weil die Energie, die du dort gewinnst, kannst du wirklich brauchen. Bei mir ist es eben nicht so. Ich bin eher der dort auch schon viel Energie braucht. Ich bin dann irgendwie fast zu fest unter Strom. Ja, aber das sehe ich bei Kolleginnen und Kollegen zum Teil. Es sind alle unterschiedlich. Gehen alle anders damit um. Und dann gibt's wirklich, habe ich ja schon ein paar Mal mit Leuten, irgendwie bist du so am Essen vor dem Auftritt und dann heisst es, boah, jetzt bin ich wieder so müde. Und dann sagt er, boah, ich auch. Und der Brand sagt, nein, überhaupt nicht, ich muss jetzt irgendwie noch schnell irgendwie einen halben Kilometer rennen. Also weißt du, so, eben überschüssige Energie loswerden. Genau. So, also völlig unterschiedlich. Und dann hast du, also man muss ja dann seinen Tagen so einteilen eigentlich, damit man am Abend kann die, weißt du, lebst denn du, speziell in unserem Job ist ja, du hast dann am Abend die Zeit, die du musst liefern. Genau. Und jetzt kannst du den ganzen Tag noch so nehmen, als der Tag, wie er ist, wo du noch irgendwelche Hobbys pflegst oder noch irgendwelche Termine erledigst oder alles. Yeah. Oder bist du dann schon recht fokussiert schon den ganzen Tag? Nein, das habe ich früher, wenn ich Solo gespielt habe, dort habe ich wirklich den Tag durch nichts anderes können machen. Dann ist wirklich einfach, habe ich auch noch viel mehr Sachen mitgenommen, weißt du, Bühnenbild und Zeugs und Sachen. Ich nehme jetzt zwar nicht weniger mit, aber es ist halt besser organisiert. Also weißt du, früher ist dann halt oft alles irgendwie ein bisschen verzettelt gesehen und das brauche ich noch und keine Ahnung. Und irgendwie das Programm überhaupt, der Ablauf und so weiter und so fort. Und jetzt ist es völlig, völlig organisch in Tagesablauf eingebunden, sozusagen. Aber gell, ich habe keine Kinder. Ich kann im Normalfall aufstehen, wenn ich will. So. Die Leute wissen das auch, also vor der 11 läutet mir niemand an. Mhm. Und wenn, wissen sie spätestens nach der Combox, okay, erreichen die jetzt eh nicht. Weil selbst wenn ich früher noch aufstand, lasse ich das Handy ab bis dann. Ja. Ja. So, also das sind einfach so kleine Fixpunkte, die ich für mich definiert habe. Aber das wäre sicher etwas anderes, das sehe ich dann eben auch bei ein paar anderen aus dem Business, wo dann halt nach dem Auftritt sagen, so, und in 5 Stunden stand ich wieder auf, weil dann hocken die Kinder mir auf dem Bauch und dann geht es wieder los. Also das hat eben, ich glaube, man arrangiert sich halt immer entsprechend der Gegebenheiten, oder? Ja, genau, aber es ist gut, wenn du das auch wie schon kannst, finde ich, dass du kannst so weit am Tag selber loslassen und was ich sage, dein normales Leben geniessen und pflegen. Obwohl du am Abend einen Auftritt hast. Oder? Ja, eben für mich ist es nicht mal obwohl, sondern ich glaube, weil ich am Abend einen Auftritt habe. Also für mich ist der Auftritt an sich ist dann wie Ferien. Also weißt du, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Wenn du jetzt, eben zum Beispiel heute gehst du auf Fribourg, und dann nachher sagst du, okay, was hast du gesagt, 7:45? Ja, vor dem Match. Ja, Fribourg, vor dem Match. Okay, genau. Das heisst, du bist wahrscheinlich, was hast du, sicher eine halbe Stunde, Stunde vorher, mal am Platz langsam sein. Ja, was eben anders ist jetzt, du spielst dein Programm, das du im Kopf hast, oder? Genau. Da bist du voll parat. Und gerade wenn du das natürlich häufig machst, dann musst du dich wahrscheinlich immer vorbereiten. Vielleicht kurz vorher noch schnell eben die Energie nochmal holen. Yeah. Aber da, ich muss jetzt natürlich alle News checken. Was gibt es noch Neues zu der Mannschaftsaufstellung? Was läuft noch? Und das ist
da ist eine inhaltliche Vorbereitung, die noch muss stattfinden. Und wenn ich vor Ort bin, möchte ich mit ganzen Haufen Leuten am liebsten noch reden, oder? Mit Sportchefen und jeder, der mir über den Weg läuft und noch irgendeine Info hat, das will ich alles noch aufsaugen. Yeah. Und heute Morgen natürlich jetzt auch nochmal alle Zeitungen gelesen, alle, die jetzt über Gothenburg oder der SC Bern noch etwas geschrieben haben, habe das alles nochmal gecheckt und abgeglichen, nochmal meine Infos, die ich habe und Statistiken nochmal gecheckt. Und das Problem ein bisschen bei dieser Art ist, dass du irgendwann musst mit deiner Vorbereitung die abschliessen. Weil du bist eben nie fertig vorbereitet. Das habe ich gemerkt in diesem Job. Yeah. Es ist eine unendliche Sache. Ich bin nie 100% vorbereitet. Man kann gar nie alles wissen. Über 20 Spieler plus 3 Goalie plus Trainer plus Assistenztrainer plus über den Präsidenten plus über die Fans plus über das Stadion, über die Städte und Statistiken und Analytics, was es heute gibt. Es ist unendlich. Mhm. Und du musst aber irgendwann den Moment finden, wo du sagst, okay, jetzt ist gut, jetzt bin ich so weit vorbereitet für heute, jetzt lange. Muss jetzt loslassen. Ja, weil du kannst deinen Kopf mit so vielen Infos füllen und du kannst noch so viele Blätter und Unterlagen und Zettel schreiben, dass irgendwann kannst du gar nicht mehr abrufen. Du musst ja das dann auch noch können abrufen am Abend. Und ich habe auch schon mit der Vorbereitung fast so übertrieben, dass ich dann gar nicht die Muße kann, um jetzt den Match überhaupt noch zu schauen. Und weil ich so viele Zettel kann mit vorbereiteten Sachen. Yeah. Man muss immer sagen, Moment, am Schluss findet ja irgendwo ein Match noch statt, wo ja noch wieder neue Informationen eigentlich daherkommen und neuen Inhalt auch generiert wird, den du dann kannst überbringen. Ja, du bist quasi übervorbereitet. Ja, das kann wirklich passieren, dass du übervorbereitet bist und am Schluss gar nicht mehr kannst schauen, was da läuft. Und du hast über einen Spieler so viel vorbereitet und erzählst den ganzen Abend, was das für ein super Spieler ist und merkst nicht, dass der heute den grössten Scheissmatch spielt. Oder? Und, und du erzählst nur aus der Vergangenheit von dem, wie gut das der schon war. Yeah. Das ist so ein bisschen die andere Sache, oder? Dass du da die Balance musst finden. Yeah. Aber dass du auch nicht irgendetwas halt verpassen solltest, was irgendwie jeder weiss. Gerade jetzt bei MySports. Mhm. Da schauen wirklich Kenner, die Freaks hören zu. Yeah. Da hören jetzt heute die SCB-Fans zu, die 26 Heimspiele gehen schauen von ihrem Team und alles wissen über den Verein und das Gleiche bei Fribourg-Gottéron. Und denen muss ich probieren, gerecht werden. Das ist jetzt die grosse Challenge natürlich. Das finde ich einen spannenden Aspekt, dass weil du schon weißt, Zuschauerschaft ist eine andere, wie wenn es jetzt irgendwie, keine Ahnung, zum Beispiel Olympische Spiele, da hast du dann auf einmal. Da hast du dann auf einmal Menschen, die einfach mal aus Gewunder etwas schauen. Ja. Das heisst, die musst du dann auch noch ein bisschen an der Hand führen und so ein bisschen mehr erklären. Und jetzt hast du hier eher Hardcore-Fans, wo du sagst, da muss ich jetzt auch super performen im Sinn von, was gebe ich denen, wo sie eben, wo sie vielleicht schon wissen, aber irgendwie noch ein kleiner Twist dabei ist oder irgendwie so. Ja, bei den Olympischen Spielen habe ich mal Wildwasserkanu kommentiert. Geil! Ja, wirklich. Für mich war es ein Blatt Papier. Du denkst, das ist eigentlich super. Yeah. Aber, und irgendwann wird dir aber auch bewusst, Moment mal. Also jeder, der Wildwasserkanu betreibt als Sport, der wird dir jetzt aber auch zuhören. Yeah. Wenn ja das endlich einmal live im Fernsehen kommt. Und dann noch bei den Olympischen Spielen. Also dann weißt du, oh, die gibt es ja dann also schon auch. Wo dann wird wissen, so, jetzt nimmt mir mal Wunder. Was der jetzt mir heute zu bieten hat, oder? Neben allen anderen, wo denen kannst du erzählen, was du willst. Die gibt es immer. Und an die habe ich immer gedacht. Und mein Maßstab sind eigentlich immer die Leute gewesen. Yeah. Wenn mit meinem Maßstab die anderen Leute sind, dann machst du es eigentlich einfach, oder? Dann kannst du irgendetwas von Wildwasserkanu erzählen, das ist alles neu für die und spannend und so weiter. Aber sobald du dir die anderen auch zum Ziel setzt und dann probierst, dort die Balance zu finden, dann wird es eine ganz andere Aufgabe. Und ich habe für mich immer probiert, auch denen gerecht zu werden. Also, dass die können einschalten können und die wissen, der hat das noch nie kommentiert. Mhm. Aber dass die am Schluss sagen, das hat jetzt eben noch gut gemacht. Und man merkt, dass sich jetzt der wirklich informiert hat und mit vielen Leuten geredet hat über die Sportart. Yeah. Und, oder? Ich muss ja die nicht noch belehren und die noch wollen besser machen. Aber wenn die merken, der weiss ein paar Insider-Sachen aus unserer Sportart, wo du nicht einfach so weisst. Das würde schon lange, wenn die merken, okay, der weiss jetzt das. Und das war eigentlich immer mein Anspruch gewesen. Und dann musst du wirklich, dann musst du an die Zecke, oder? Ja, wie sagt man, liegt im Detail? Ja, definitiv. Der Hund liegt dort begraben. Ist der Hund? Irgendetwas. Der Teufel. Der Teufel liegt im Detail. Ja. Ja.
Aber es ist ja schlussendlich, dort sehe ich auch wieder extreme Parallelen. Schlussendlich, wie du sagst, ich kann mein Programm spielen und wenn ich das öfters mache. Die Vorbereitung habe ich ja schon lange gemacht. Mhm, nämlich, genau. Ich bin irgendwann mal angegangen und habe dann mich eingeschlossen und habe dann geschrieben und dann habe ich das auf ausprobieren. Mhm. So, also bei allen Sachen denke ich immer, es geht nicht ohne Vorbereitung. Es geht einfach nicht, nein, ohne es Vorbereitung. Geht nicht ohne Vorbereitung. Aber es, wenn es gut ist, wirkt es, als wäre es nicht vorbereitet. Voilà. Ja. Das ist es ja. Darum hat es mich immer also am Anfang hat es mich geärgert. Wie viele Leute sind zu mir gekommen und denken, ah, Sportpanorama moderiert, die Sendung von dem 6 Jahr. Und kommt um 5 vor 6. Ja, voilà. Oder um 4. Wenn es noch gross ist, dann sagt er, um 4 kommt der, weil er muss sich ja noch, muss sich noch die Maske und also um 4 kommt der. Und dann habe ich mir gedacht, was haben die jetzt Gefühl? Ich meine, ich bin am Morgen um 10 Uhr bin ich dort und bin im Stress ohne Ende, jede Moderation am Schreiben mit Kollegen, alles am Timen, am Absprechen, am Machen, am Tun. Und habe aber den ganzen Samstag auch schon vorbereitet. Der Studiogast, der aus irgendeiner Sportart kommt, wo jetzt nicht meine Hauptsportart ist, habe ich mich eingelesen über die Person, um alles zu wissen, Recherche, Telefon gemacht und das Gespräch, auch wenn es nur 10, 12, 15 Minuten geht, du musst in dem Moment alles wissen, oder? Und eine riesige Vorbereitung. Und dann die Leute, und dann habe ich eben am Anfang habe ich noch geärgert. Und dann habe ich irgendwann realisiert, ah nein, das ist das grösste Kompliment. Mhm. Weil dann passiert genau das, was du gesagt hast. Die Leute haben das Gefühl, ja, einfach easy. Wie der, der schon gelernt im Zirkus. Oder? Genau. Etwas, was urschwierig ist, einfach ausgesehen lassen. Yeah. Und wenn, eigentlich, man sagt, ah, das ist eigentlich ein Kompliment, wenn die das Gefühl haben, ich sage um 4 Uhr kommen. Yeah. Und dass du die Vorbereitungsarbeit nicht anmerken lässt. Und dort reinlaufst, eben wie wenn du erst gerade gekommen wärst und das einfach so kannst. Und das ist ja auch etwas Gemeins an ich sage jetzt, einen Beruf, wo man hauptsächlich schwätzt. Eben, natürlich ist die Vorbereitung dahinter, oder? Aber für die Leute ist es einfach so, von Beruf reden, oder? Ja, eben in einer Kamera reden oder auf einer Bühne reden oder was weiß ich. Das soll ja eben vermeintlich einfach wirken. Und das ist das Gemeine daran, weil eben dann die Leute, wir haben früher auch noch beim Lokalfernsehen gesagt, was du kannst, kann ich schon lange und so, oder? Ein bisschen auf die Strasse schwätzen. So, und einer ist dann tatsächlich mal an ein Casting gekommen und der hat dann kein Wort mehr in die Kamera können sagen. Und ich habe dann gemerkt, ich bin nicht mal stolz gewesen oder so, sondern ich habe dann mich schlecht gefühlt für ihn. Also weißt, weil er hat so heftig die Erfahrung müssen machen. Und es ist eigentlich eben das so das Gemeine daran, dass die Leute dann irgendwie oft so, ein bisschen schwätzen, oder? Für das kriegen sie noch Geld, das ist ja Wahnsinn. Ja, die können bei den schönsten Match dabei sein, eben ein bisschen Hockey-WM, Ferien machen und ein bisschen die Match kommentieren. Ich verstehe ja etwas von Hockey, kein Problem, aber es ist so viel Fleissarbeit dahinter und es passiert. Oder eben, sie haben ja immer das Gefühl, ich helfe ja dann jemanden, während ich ein Match kommentiere, weil in der Regel ist man ja Fan, wenn man irgendeinen Sport schaut. Ja. Yeah. Und ich denke immer, oh Mann, das ist das Letzte, was mich noch interessiert, wer jetzt den Match gewinnt. Weil auch heute Abend, ich werde so im Stress sein, so gefordert sein, weil so viel passiert. Und du solltest die Spieler erkennen. Ja. Yeah. Nehmen richtig aussprechen. Und das ist ja nicht nur ein Spieler auf dem Eis. Und gerade im Eishockey sind 5 auf dem Eis. Und kaum hast du die erkennt, sind schon die 5 Nächsten wieder da. Und zwar nicht nur vom einen Team, sondern eben auch gerade vom anderen Team. Der 5. Schiedsrichter. Ui, was ist jetzt gewesen? Ja. Oh, Strafe. Oh, beistellen. Kann man das geben? Ja oder nein? Geht wieder weiter. Wer ist eigentlich die bessere Mannschaft? Ist jetzt das eigentlich gut gewesen? Und, oh, Schuss, Goal. Oh, hätte er den Goalie heben oder nicht? Ist jetzt gut geschossen oder ein Fehler vom Goalie und so weiter? Also permanent während dem ganzen Match sind es alles so Sachen, oder? Plus, eben, habe ich zu viel geschwätzt, zu wenig geschwätzt. Auch kann ich jetzt eine Geschichte bringen? Oh nein, ich habe keinen Platz. Vor allem Hockey ist der schnellste Mannschaftssport oder einer der schnellsten Mannschaftssport? Es ist der schnellste Mannschaftssport der Welt. So verkaufen wir das auch immer. Das muss also auch stimmen. Ist okay, habe ich immer gehört, der schnellste und Basketball der zweitschnellste. Okay. So, aber auch wenn es der drittschnellste war, es kommt ja noch dazu, da haben sie noch Helm an. Das heisst, du musst irgendwie noch die Druckennummer entweder nehmen sehen oder anhand der Bewegungen erkennen, wer das jetzt ist. Ich vergleiche es immer mit dem Fußball. Fußball, ein riesiges Feld, 11 Spieler. Yeah. Der rechte Außenverteidiger, der ist auf der rechten Seite. Der ist nie auf der linken Seite. Der ist einfach so. Sie haben keine Ausrüstung an. Yeah. Du erkennst sie gut, schon auch an Frisuren, Tattoos, an allem Möglichen und so weiter und so fort. Und es ist eigentlich recht übersichtlich.
wie du sagst, Hockey, Ausrüstung, Helm, sehr viel Tempo, fliegende Wechsel. Der rechte Flügel kann auf der linken Seite sein, der Verteidiger kann hinter dem gegnerischen Goal sein, der Stürmer kann hinter dem eigenen Goal sein. Extrem viel Bewegung, extrem viel Wechsel. Das macht es enorm anspruchsvoll natürlich, um immer jeden alles überall erkennen. Aber das wäre der Anspruch. Ja. Ich sehe als Zuschauer nicht einmal den Puck. Ja, das ist ja wirklich bitter. Auch mit HD nicht. Und so die das sagen, denke ich immer um Himmels. Nein, live darum ist Fußball so eine erfolgreiche Sportart, yeah. Weltweit. Nein, wirklich. Schau jetzt einmal. Der Ball hat die ideale Größe, dass man jeden immer sieht. Grün als Unterlage, als Hintergrund ist eigentlich etwas angenehm. Es ist mit dem Weiss, mit dem Eis schon ein bisschen schwieriger. Ja. Dann sind die recht geordnet aufgeteilt auf dem Feld, die beiden Mannschaften. Und das Spiel hat irgendwie noch eine ideale Geschwindigkeit, dass es jede und jeder kann verfolgen. Ja. Und du kannst einen Fußballmatch schauen, zusammen mit Kolleginnen und Kollegen. Du kannst nebenan eins trinken und noch schwätzen und verpasst ist das Wichtigste noch immer nicht. Oder? Es genau. Gibt Situationen auf dem Feld, wo du weißt, jetzt kann ich locker schnell mit einem ein bisschen reden. Und wenn es dann richtig Tor rumkommt, dann ruft dann der ja schon, der kommentiert. Und das ist, nein, ich bin der Überzeugung, dass das so ein grosser Erfolg ist vom Fußball. Yeah. Gerade auch bei Europameisterschaften, bei Weltmeisterschaften, wo viele Leute zusammenkommen, Public Viewing, absolut. Man trifft sich zum Fußball schauen. Ja, wenn ich im Fußballmatch schaue, habe ich eigentlich immer den Notebook auf den Knie und erledige noch irgendetwas nebendran. Ja, also ich kann einfach einen Fußballmatch schauen, damit ich einen Fußballmatch gesehen habe, gibt es bei mir schon lange nicht mehr. Also wenn du nicht effektiv Fan von der einen Mannschaft bist, das ist bei mir eine, Meli? Und fährt die FC Basel. Aha, ja, gut. Das ist jetzt eine blöde Frage. Nein, aber also weil jeder Basler ist ja FCB-Fan. Ja, das ist ja so. Das ist ja schön. Das ist und auch cool. Viele nicht Basel. Und leider nicht Hockey. Darum ist jetzt Hockey so schwer in Basel. Ja, wir haben mit Steffi darüber geredet. Das ist erstaunlich, wie einfach Hockey hat es einfach nie dabei geschafft. Probiere jetzt das, oder? Ja. Da bei dir vielleicht. Ja. Eben, Fußball haben wir jetzt gelernt. Und das ist ja cool. Nein, wobei ich muss also noch etwas sagen. Ich kenne extrem viel Fußballfreaks, die ganz konzentriert einen Match schauen. Mit diesen Match schauen ist absolut grossartig, weil sie können mir Sachen erklären von den einzelnen Ketten und Überlegungen. Und genau. Die taktischen Sachen, das gibt es ja, das finde ich hochinteressant. Mhm. Überhaupt ist jede Sportart mit einem Kenner schauen grandios. Yeah. Also wirklich, du kannst jede Sportart schauen mit einer Kennerin oder mit einem Kenner und es ist mega, wenn die dir anfangen, Sachen zu erzählen, die du nicht einfach so siehst. Yeah. Und wenn du dann auf das achtest, merkst du, oh wow, ja, das ist wirklich beeindruckend. Und so auch im Fußball, klar. Aber Hockey läuft so viel mehr, ist doch cool. Und Hockey ist eben eine gute Stadionsportart. Das macht für uns. Fußball ist eine perfekte Fernsehsportart, weil im Stadion bist du oft sehr weit weg vom Geschehen, je nachdem, aber wo du sitzt. Der Fußballmatch finde ich natürlich im Stadion ein super Erlebnis. Klar, aber wegen den Fans, wenn es voll ist und singen. Ich kann den FCB schauen und irgendwie, es ist eben immer noch ein Kollege dabei und mir schweißt. Wie wenn man eben würde kurz nachdessen, sogar eben weniger Ablenkung, weil du schaust nur auf etwas, aber du schwätzt noch ein bisschen miteinander und dann kannst du ein bisschen eben zusammen den Match kommentieren, aber dann geht es irgendwie wieder, wie geht es eigentlich dem und was hast du letzte Woche genannt und weißt du, also irgendwie, eben das hat dann so etwas Gesellschaftliches. Mhm, genau. Und das gut, das kannst du beim Hockey-Match auch machen. Richtig, in einem schönen, coolen, modernen Stadion, wo es heute überall gibt im Fall, ist ja mega. Mega geil. Essen, mega Match geil. Schauen, nachher gehst du noch in eine Bar und Hockey im Stadion schauen ist eben super. Und das Verrückte ist eben, jeder, der mal 5 oder 10 Hockey-Matches in einem Stadion geschaut hat, der kann es nachher auch im Fernsehen schauen. Ja. Also das ist ein bisschen Fußball, das meine ich. Kannst du anfangen am Fernsehen schauen und du verstehst eigentlich schon, was es geht und siehst eigentlich den Ball immer. Ja. Du musst nicht zuerst mal die Match im Stadion geschaut haben, dass du das nachher wirklich verstehst. Und beim Hockey ist es ein bisschen so. Ja. Das musst du wie zuerst im Stadion einmal gesehen haben. Und dann ist es nachher viel einfacher, das auch im Fernsehen zu verfolgen. Also ich glaube jetzt bis jetzt 4 Stadion-Hockey-Match. Ah, das ist noch eine zu wenig, darum siehst du den Böck noch nicht. Wo wir im Fernsehen sind, schon halbwegs so. Und ich zum Beispiel, ich habe gern Hockey im Hintergrund laufen, wenn ich irgendwie noch mit dem Laptop irgendetwas mache oder so. Also ich kann nicht super aufmerksam im Spiel folgen, aber wenn etwas passiert, dann schaue ich gerne mal schnell.
Also es ist ein super Begleitmedium für mich. So. Aber da musst du ständig schauen, weil ja viel passiert. Ja, es ist mal mehr, mal weniger. Ja. 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 Es kommt drauf an. Aber ich verstand absolut den Reiz vom Stadion. Und also es ist immer so ein Hexenkessel. Das ist schon geil. Ja. Und was ich den Leuten immer sage, wenn sie im Stadion ein Match schauen, sage ich immer, schau mal nur einem Spieler zu. Mhm. Das empfehle ich sowieso jedem mal. Mhm. Und nicht einfach nur einen Böck zuschauen, sondern es ist irgendwo ein Anspiel, ein Pulli. Wähl dir einen aus, egal von welcher Mannschaft, welche Position, ist völlig gleich. Schau einfach mal nur dem zu. Mhm. Weil das ist eben so spannend. Der Böck hat ja immer nur einen, aber es sind 9 andere in Bewegung. Was machen die eigentlich? Ja. Wo fahren die? Und wenn du das einmal anfängst zu schauen, dann fährst du den Sport viel mehr an verstehen und dann merkst du auch viel mehr, wie viel System und Taktik in jeder Aktion dahinter ist. Ja. Dass die nicht einfach irgendwo rumfahren, zum Beispiel, und dass alles irgendwie Sinn macht. Oder was ein Einsatz lang einem alles kann passieren, was du sonst gar nicht würdest bemerken. Mhm. Dass auch einer aufs Eis kommt und 40 Sekunden vom Eis ist und den Böck gar nicht berührt. Ja. Und gleich einen super Job gemacht hat, je nachdem, oder? Und das finde ich etwas Cooles. Das mache ich häufig auch, wenn ich im Stadion bin. Wenn ich auch einen mal einfach will beobachten, was ist das für ein Spielertyp. Yeah. Das ist ja das, was die Scouts machen. Wenn sie die Spieler ein bisschen röntgen, die gehen ja ins Stadion und schauen nicht den Match, die schauen nur diesen Spieler zu. Den ganzen Abend. Wie fahren die Schlittschuhe, wie bewegen sich die? Yeah. Wie entscheiden sie in gewissen Situationen? Und da kannst du so viel rauslesen. Und das gibt gerade dem nochmal eine neue Dimension, wenn du in einem Stadion bist und das schaust. Aber das ist eben, das fängt ja schon dort an, wie du sagst, mit einem Experten eine Sportart schauen, bringt auch schon wahnsinnig viel. Also irgendwie, keine Ahnung, Kampfsport, wo ich irgendwie noch Kollegen habe, die selber Kampfsport machen. Es ist dann gleich nochmal etwas anderes, wenn die dir dann sagen, das und das. Oder Formel 1 schaue ich gern und habe dann nebenbei noch das McLaren-App offen. Ja. Weil dann verstehst du auch auf einmal, warum fährt er jetzt die Dinge 5 Runden langsamer. Aha, er muss die hinten irgendwie ein bisschen zurückhalten, damit dann nachher beim Boxenstopp wieder das Zeitfenster richtig stimmt. Also weißt du, so Zeugs. Das ist in allen Sportarten, finde ich, das Faszinierendste, wenn du dir eben ein bisschen Aufwand machst und eins weitergehst. Und das kann im Hockey kann wahrscheinlich schon nur sein, schau mal auf nur einem zu. Oder? Nein, und darum freut es mich eben jetzt, dass ich wieder mich jetzt voll aufs Hockey konzentrieren, weil ich glaube, die Spezialisierung, die wird immer wichtiger, weil eben heute der Konsument, der Fan so gut informiert ist, weil der eben auch Zugang hat zu diesen Apps, zu diesen Statistiken, zu allen möglichen Daten, was es früher nicht gegeben hat. Ich meine, stell dir mal vor, also man muss es wirklich so sagen, wie das damals war, noch ohne Internet, ich meine, ich habe ja sogar noch geschafft, wo ich mir gefragt, woher haben wir überhaupt die Informationen gefunden, oder, was man erzählt hat. Yeah. Oder die Reporter, die aus vergangenen Epochen, die alle noch in Erinnerung sind, das ist einfach der ist im Stadion gesessen und der konnte den Zuschauerinnen und Zuschauern, den Radiohörerinnen und Hörern erzählen, was jetzt abgeht. Nur der. Ja, er ist die Instanz gewesen. Er ist die Instanz gewesen. Allenfalls beim Radio früher, sogar nur er hat den Match gesehen. Ja. Also, was er erzählt hat, hat ja gar nicht können überprüft werden, oder? Er hat es einfach gesehen. Und heute sieht jeder alles mit Second Screen, super Zusatzinfos. Und diesen Leuten musst du gerecht werden. Und das Oberflächliche, es langt einfach nicht. Und es passiert so viel. Und es geht um so einen Haufen. Ich finde eben, dass es eben auch, du bist es im Sport und diesen Sportlerinnen und Sportler schuldig, dass man das einfach so überbringt, oder? Weil unser Wort auch, wenn wir jemanden kritisieren, das hat einfach Gewicht, das hat einfach einen Einfluss. Das ist einfach, wichtig, was du sagst, dass das Hand und Fuß hat und fundiert ist. Und das ist auf jeden Fall. Das, was ich gemerkt habe, ist wichtig. Von der einen zur anderen Sportart switchen und alles ein bisschen machen, ist ja noch lässig und abwechslungsreich. Aber es hat mich irgendwie jetzt auch nicht mehr erfüllt, sondern weil ich merke, nein, ich will wirklich voll dabei sein in einer Sportart. Und das ist eben auch überhaupt nicht langweilig. Weil es gibt so viele Facetten, so viele verschiedene Sachen. Und jetzt heute, Analytics ist jetzt ein grosses Thema. Früher hat man noch von Statistiken geredet, wo du ja fast alle kannst rauchen, wenn du mal anfängst mit Analytics beschäftigen, wo du merkst, wie falsch das zum Teil Statistiken sind, weil man sie einfach falsch interpretiert. Yeah. Und eben, wenn jetzt Analytics dazukommt, was da noch so viel mehr kannst rauslesen.
aus dem Sport, aus dem Spiel, aus der Leistung der einzelnen Leute. Das ist mega spannend. Und da bin ich jetzt dran, mich wirklich voll im Dreikämpfen da wieder. Ja. Also, bevor du mir erklärst, was genau Analytics sind im Sport, ich habe nur schnell wegen so, eben die, die vielleicht als einzige den Match gesehen haben, ich habe früher von vielen Sportreportern gehört, wo eben so früher so Lokalradio und was weiß ich, wo einfach gesagt haben, wie lange habe ich Zeit? 1,5 Minuten. Und dann haben sie oft irgendwie, ja, und dann hat er in der 33. dort die und die Chance, la la la. Und die Hälfte hat zum Teil gar nicht gestummen, weil es ist wie Wurst gesehen. So, im Stadion haben sie ja die Leute gesehen, aber die hören nachher nicht im Radio. Ja. Und die Radio hören, die wollen oft unterhalten werden. Ja, ja. Nein, eben darum, das würde heute nicht mehr funktionieren, keine Nein. Chance mehr. Aber Analytics ist ja dann schon irgendwie, wo du dann effektiv kannst den Weg von eben zum Beispiel einem Spieler messen, wo du siehst, wo der sich mehr aufgehalten hat und was er genau für Weg gegangen ist, anstatt nur die reine Zahl. So das sozusagen. Auch, ja, aber es geht ein bisschen in einen anderen Bereich hinein. Also jedes Spiel wird einfach getrackt. Yeah. Zum Teil manuell, aber vor allem auch gibt es heute Computersystem, das automatisch könnte, Schussabgabe, wie lange hat einer den Böcke und so weiter und so fort. Aber jetzt am Beispiel, die Schussstatistik wird ja viel genommen. Wie viel Mal hat ein Team aufs Goal vom Gegner geschossen? Oder? Yeah. Also nehmen wir jetzt an, es spielt irgendjemand, Schussstatistik ist 20 zu 40. Yeah. Jetzt, welches Team ist das Bessere gewesen? Ja, es kommt auf das Ergebnis drauf an. Ah, jawohl, genau, eigentlich. Ja, genau. Also jetzt hat das Team, wo 20 Schüsse gewinnt den Match, sagen wir 3 zu 2. Ja. Yeah. Und schussstatistisch aber 20 zu 40. Wir haben verleitet, zum sagen, ja, eigentlich entgegen dem Spielverlauf und eher unverdient hat das Team 3-2 gewonnen, weil die anderen haben ja 40 Mal aufs Goal geschossen. Yeah. Und jetzt Analytics schaut aber an, nein, woher sind jetzt die Schüsse gekommen? Ja. Yeah. Sind das wirklich, weil die Schüsse, die werden kategorisiert, weil nicht jeder Schuss aufs Goal ist per se eine Goalchance und ein gefährlicher Schuss. Yeah. Also jetzt sehen wir, die 20 Schüsse von dem einen Team, die sind alle aus dieser Zone direkt rund ums Goal gekommen. Also von diesen Schüssen hat eigentlich jeder eine riesige Chance gehabt, auch zu einem Goal zu werden, weil sie in absoluter gefährlicher Position abgegeben worden sind. Yeah. Und das Team hätte locker mehr können schiessen, aber es war so gut in der Zone des Gegners, dass sie mit der Schussabgabe immer gewartet haben, bis ein Spieler dort positioniert war, wo er freie Schussabgabe können nehmen. Quasi schon fast die 100%ige. So. Et voilà, oder? Die haben eigentlich so lange. Und das andere Team hat einfach geballert, von überall. Yeah. Oder? Über die rote Linie gefahren, ja, klepfen wir mal einen aufs Goal. Ja, ist ein Schuss aufs Goal. Oder? Aber der Goalie hat ihn einfach so schnell weggewischt. Oder aus unmöglichen Winkeln. Oder er hat jedes Mal freie Sicht gehabt, der Goalie, während dann bei den Schüssen der anderen immer einen als Screen dort gestanden ist und der Goalie fast nichts können sehen. Oder? Yeah. Und jetzt merkt man, ah ja, stimmt, oder? Jetzt täuscht die Schussstatistik extrem. Und Analytics kommt dann mehr zu dem, dass man dann von Expected Goals zum Beispiel redet. Weil die Schüsse kategorisiert werden, kannst du sagen, ja, aus diesen Situationen, wo die Schüsse gibt es in der Regel, das sind dann Wahrscheinlichkeitsrechnungen, so viel Goal. Und dann ist Expected Goals der Match dann vielleicht 2,9 zu 2,1 oder 1,97. Yeah. Obwohl die 40 Mal geschossen haben. Und dann merkst du, ah, jetzt sieht es aber plötzlich ganz anders aus. Oder? Und das gibt's, das kannst du jetzt einfach jedes Spiel so in den Einzelteil zerlegen und genau schauen, wo ist in welcher Situation das Team besser als andere und gefährlicher. Yeah. Und dann merkst du, oh, jetzt sind wir aber der Wahrheit plötzlich viel näher gekommen. Und ja, das ist faszinierend. Oder? Ich hab das Gefühl, also das ist mega geil, aber ich habe das Gefühl, vor 20 Jahren, wenn man sich eben mit der Materie auseinandersetzt, hätte man das ja wahrscheinlich auch schon können sagen, oder? Das hast, hast du sicher einfach als menschliche Analyse, hast du das dann halt einfach gemacht und gesagt, klar schießen die öfters aufs Goal, aber schau mal, die Chancen, die rausspielen, das sind dann effektiv grosse Chancen. Du hast einfach nicht können mit direkten Zahlen belegen, weil eben Statistik ist gesehen, die schießen 40 Mal, die schießen 20 Mal. Mhm. Wobei eben, das ist das, was viele Trainer eben auch müssen merken, ich bin dann halt gleich nicht immer richtig. Yeah. Und das Gefühl vom Trainer ist immer noch wichtig, wo die Erfahrung hat und die Routine. Aber eigentlich,
alle Teams nehmen heute die Analytics dazu, um einfach noch zu schauen, ob mir jetzt mein Eindruck getoschen oder nicht. Auch zum, und sehr viele sagen jetzt wirklich, oh wow, da wäre ich dann also wirklich total falsch gelegen jetzt mit meiner Analyse, allenfalls auch von einem einzelnen Spieler, oder? Wo ganze Haufen Sachen gemacht hat ohne Böck, wo du eben dann gar nicht so siehst, oder? Also so in der Beurteilung hilft das extrem, eben auch den Teams, dass sie das zur Hand nehmen. Vor allem eben auch, kann sie, ein Team hat jetzt viermal hintereinander verloren, oder? Und es ist schon ein riesiges Geschrei da, weil es überhaupt nicht läuft. Analytics zeigen jetzt aber allenfalls, es gibt einfach so ein bisschen Pack-Luck. Also ein gewisses Glück gehört effektiv im Spitzensport dazu, gerade im Hockey, ob jetzt noch einer reingeht oder nicht. Ob jetzt einer abgefälscht worden ist und ins Goal geht oder knapp am Goal vorbeigeht. Also das heisst, ein Team kann sehr, sehr gut spielen, aber sie fallen einfach noch nicht rein. Also es ist eben keine Floskel, sondern es kann wirklich passieren. Und wenn du dann kannst du eben die Analytics nehmen und merken, hey, wir sind auf dem richtigen Weg. Wir müssen einfach so weiterspielen und dann kommt es gut. Und ein anderes Team, das hat einen riesen Lauf gewinnt, ein Match nach dem anderen, aber Analytics zeigen, euer Goalie ist einfach am Überperformen. Wenn der, was der im Moment leistet, ist eigentlich ist nicht mehr normal. Oder? Der ist so bei 100%. Das kann der jetzt nicht über 40 Spiele durchheben. Also wenn der 10% nachlässt, was irgendwie natürlich wäre, dann haben die ein riesen Problem. Oder wenn sich der verletzt, dann haben die ein riesen Problem. Und das ist noch so spannend. Darum gibt es dann auch so Tabellen, die erstellt werden bei Analytics, wo dann plötzlich die Reihenfolge ganz anders aussieht. Und das sind auch so Prognosen. Natürlich tritt nicht immer alles ein, weil das Coole ist im Sport, Maschine kann es nicht, kann nicht der Meister voraussagen. Also, es sind immer Tendenzen. Genau. Und das Leben schreibt immer andere Geschichten. Es passieren so viele Sachen, die du nicht kannst vorher berechnen und sehen. Und das bleibt ja alles noch. Also, das führt überhaupt nicht dazu, dass ich jetzt anhocken kann und sagen, hey, ich weiss jetzt genau, wer heute gewinnt. Nein, zum Glück nicht. Oder? Man kann es nicht wissen. Ja, sonst würdest du ja stinkreich werden und würdest immer auf der Quote-Favorit Geld setzen. Wobei, die gibt es ja. Die professionellen Wetter. Habe ich schon gelesen auch und in England, wie sie das gemacht haben, auch noch vor Analytics. Und dann ist eben, haben die auch müssen, wir wollen irgendwie herausfinden, welche Formeln würde helfen, herauszufinden, welche Teams das gewinnen. Und dann haben die irgendwie 20 Studenten angestellt, haben irgendwo in einem Container deine Stationen aufgebaut, wo die Match schauen können. Und haben einfach irgendwie jeden Match, der irgendwo verfügbar ist, haben sie tracken lassen, damals hätte man dem eigentlich schon so können sagen. Und die haben nur etwas wollen wissen, die haben nur eine Chancenstatistik wollen. Bevor Analytics kam, ist eigentlich das, was die Trainer gemacht haben. Also sie haben nicht eine Schussstatistik gemacht, sondern auch sie haben eine Chancenstatistik gemacht. Haben die Statistiker geprüft, wann ist ein Schuss eine Chance. Und die Studenten haben auch nur diesen Job gehabt, eine Chancenstatistik zu führen. Und sie haben einfach auf die Teams gewettet, die einfach immer mehr Chancen hatten. Und über lang hat sich das ausgezahlt. Ja klar, wenn du über lang eben über 50% bist, dann zahlt sich das logischerweise aus. Die meisten Chancen hatten, irgendwann haben die auch wenn jetzt die drei Matches lang noch nicht gewonnen haben, sind immer auf die gewettet. Chancen führen irgendwann zu Goal. Mittlerweile kannst du sogar eben so Top-Wetter kannst du gegen Bezahlung kannst du irgendwie folgen über so Apps und kannst dann quasi denen ihre Wetteinsätze nachsetzen. Weil sie halt über weiss nicht wie viele Jahre dir können garantieren, ich habe eine 80%ige Trefferquote von richtigen Wetten. Und das ist so absurd, dann zahlst du Geld, dass du richtig kannst wetten. So wie es immer mittlerweile. Also eben, wegen Analytics und Statistiken und was weiß ich. Ja, es ist so. Und irgendwann sind die Computer dann. Die Match kommentieren, oder ich weiß es auch noch nicht genau. Nein, aber das ist ja aber dann gleich nicht. Weil, wie du sagst, also weißt, ich glaube, man kann alles zu Tod analysieren. Also weißt, das merke ich ja schon nur in meinem Business. Also ich habe sehr einfache Statistiken, wie eben zum Beispiel Ticketverkäufe. Ich habe aber natürlich online habe ich noch viel mehr Statistiken, nämlich wer hört wo, zum Beispiel der Podcast. Wer schaut zu welcher Zeit das und das Video und warum mehr das als das.
das und ist jetzt vielleicht wegen dem Bild, wo wir als Thumbnail gemacht haben und so weiter und so fort. Ja. Und ich habe dann gemerkt, ich bin ein riesen Fan von eben, Statistiken, Analytics und so weiter und so fort. Aber man darf sich auch nicht wahnsinnig machen damit. Also du kannst dich komplett verlieren in dem. Und so wie du sagst, wird deine Vorbereitung, die irgendwann muss vorbei ja. sein, musst du, glaube ich, auch mal definieren, okay, ich schaue jetzt nicht noch die und die Statistik oder die und die Analytics im Detail durch, weil... Also du kannst mir dann nachher sagen, wie viele Leute den Podcast abgestellt haben, bei dem Moment, wo ich angefangen habe, Analytics erklären. Weil es so frei von Emotionen und menschlichen Sachen ist. Überhaupt gell? Nicht. Sondern ja. Du hast extreme Emotionen dabei. Aber das finde ich das Geile daran. Also weißt du, das finde ich als Bewundernswerte, wie du grosse, eben, weißt, wenn du erzählst Sportpanorama, wo du irgendwie zwei Tage dort bist und du lernst nicht nur kennen, du triffst dann die grössten Sportlerinnen und Sportler aus allen möglichen Bereichen, du hast 1-zu-1 Talks, du hast so eine absolute Übersicht über die ganze Sportwelt, du gehst an die Olympischen Spiele auf Tokio, Rio etc. So. Und dann sagst du, nein, Hockey, und das, so wie ich es jetzt auch höre von dir, die letzte, keine Ahnung was, halbe Stunde, drei Viertel, die Begeisterung, wo du sagst, ich will nur das finde ich geil. Und lieber das voll und ganz. Und das finde ich immer etwas bewundernswert, dass, weißt du, von außen der vermeintliche Seitenschritt für dich eigentlich ein absoluter Fortschritt ist, weil du sagst, ich kann jetzt voll und ganz in die Sportart eben mit Analytics und was weiß ich eintauchen. Das finde ich extrem geil. Ja, aber also ich habe die Vielfalt auch sehr genossen. Yeah. Und das extrem geschätzt in diesen 24 Jahren, was ich alles machen durfte. Ich meine, eben, weißt du, ich bin in Wimbledon gsi, eben x Olympische Spiele im Winter und im Sommer in diesen grossen Stadien, viele verschiedene Sportarten gesehen, Leichtathletik, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Ski, wo mir immer extrem viel Spass gemacht hat, oder am Morgen früh da oben am Start sein, vom Lauberhornrennen, oder? Das ist ja das Coole als Ski-Kommentator, dass du mit dem Ski am Morgen arbeiten gehst. Also du läufst zum Hotel raus, wenn es noch dunkel ist. Yeah. Und laufst dann zur Station an und fährst einmal als erstes auf den Berg rauf. Und das Erste, was du machst, ist, du lässt die Ski an und bist auf dieser Piste, wo die nachher ihr Rennen fahren. Ich meine, in welcher Sportart gibt es das schon? Yeah. Das wäre ja, wenn du könntest mit dem Roger noch ein paar Bälle spielen, bevor er nachher den Wimbledon-Final spielt, oder noch das Einlaufen könntest du machen jetzt heute Abend mit dem SCB oder mit Fribourg-Gottéchon, bevor der Match anfängt. Du bist auf der Wettkampffläche und links und rechts stehen die Athletinnen oder die Athleten, je nachdem, wo du dann bist. Und kannst dort noch Fragen stellen und Infos holen und rutschst dort oben runter und kriegst einen Eindruck von Wind und Wetter und Strecke. Yeah. Und nachher hockst du in den Skischuhen, in den Skihosen, hockst du unten ins Kabäuschen rein, wo es zum Glück eine kleine Heizung hat, und kommentierst dort das Rennen in den Skischuhen. Näher dran sein kannst du wirklich nicht, oder? Yeah. In den Bergen. Das war super gewesen, mega und cool. Und es war so cool gewesen, weil ich nicht nur eine Runde drehen durfte in dieser Welt, sondern eigentlich x Runden. Und ich war draussen, eben hier oben am Berg, unten im Zielraum, im Stadion, im Winter, im Sommer und dann eben auch im Studio. Und das habe ich extrem genossen. So viel gelernt, von jeder Sportart wieder können lernen für eine andere. Also ich werde keinen Moment und keine Minute missen. Und jetzt ist aber der Zeitpunkt gekommen, um zu sagen, nein, jetzt Fokus, oder? Ja. Yeah. Weil ich das auch so häufig dürfen erleben. Und es hat jetzt ein Kollege, der Reto Müller, der von MySports zu SRF gewechselt hat. Und der wünscht sich jetzt eben, das andere auch zu erleben und denke, die Vielfalt mal zu sehen und alles. Aber für mich ist das jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Es ist so mega. Ich jeden Tag über Hockey reden. Auch weißt, mit unseren Experten, die so drin sind, und mit diesen Trainern. Und, ja, es ist wirklich super. Ich bin so zurückversetzt, wie meine Jugend, wo ich halt immer irgendwie auf dieser Eisbahn rum. Weil du ja effektiv Hockey gespielt hast. Genau. Und, und das ist jetzt eigentlich wieder der Fall, weil bei SRF habe ich das gar nie so intensiv können machen wie jetzt bei MySports, weil eben die Vielfalt halt dort das Programm ist und wir das Hockey nie so intensiv begleitet haben, wie jetzt, ja, die Ski-Alpine ist im Winter eigentlich immer wichtiger gewesen.
Und darum bin ich immer irgendwie an einem Hockey-Match gewesen, dann wieder irgendwo an einem Skirennen und dann irgendwo an einem anderen Anlass und dann irgendwie wieder zurückkommen. Und der erste Live-Match war halt der erste Playoff-Viertelfinal Nummer 1 gewesen, wo wir gezeigt haben in der Meisterschaft. Yeah. Und erst halt die, ja, die Pay-Stationen haben es überhaupt möglich gemacht, dass man jeden Match von jeder Runde kann live zeigen kann. Das wäre ja gar nicht möglich bei SRF, dass man am Dienstag, am Freitag und am Samstag 6 Spiele live zeigt. Yeah. Und darum finde ich immer, ja, nein, das Pay hat eigentlich erst die Welt erst oft möglich gemacht. Es ist nicht so, dass Pay etwas weggenommen hat. In erster Linie hat Pay eigentlich mehr auch etwas gebracht, natürlich. Ja, es ist ein Special Interest. Genau, oder? Das Angebot erweitert und jeder, der das will. Und heute ja, sind sich die Fans gewöhnt, jeden Match wirklich können live zu schauen. Das ist da jetzt möglich geworden. Und dann auch darum. Super. Ja, aber das finde ich aber geil. Also weißt, ich bin immer begeistert von Menschen, die eben eine Passion für etwas haben. So, oder? Und ich habe jetzt eben zum Beispiel keine Passion für Hockey, weil ich bin nicht damit aufgewachsen. Eben, ich bin von Basel, wird eh nochmal schwieriger und so weiter und so fort. Aber wenn ich einen Menschen erlebe, egal was es ist, wenn so eine Passion da ist, das finde ich... bewundernswert und ansteckend auch. Also, weißt du, ich habe mich schon gefragt, ist das überhaupt noch normal? Weißt du so, oder? In dem Alter, man könnte jetzt auch irgendwie sagen, ja, dann wirst du dann irgendwann ist das Ziel, vielleicht Chef zu werden und mehr irgendwie eine Abteilung zu leiten oder irgend so etwas zu machen. Aber nein, mir gefällt es wirklich noch, vor Ort dabei zu sein und nach dran zu sein. Und, und das habe ich beim Benny Turner auch immer gespürt. Der hat gesagt, nein, er will nicht Chef werden, er will vor Ort sein, nachher am Sport und das macht ihm immer, und das ist bei mir genau das Gleiche, das macht mir wirklich immer noch die grösste Freude, vor Ort zu sein und das nach mitzuerleben, ist, ja. Und das ist ja eben der Punkt von der Passion und ich glaube, dort kommt dann etwas sehr Entscheidendes, nämlich was eben vielleicht gesellschaftlich erwartet wird, eben zum Beispiel Chef werden und weißt so, man geht immer einen Schritt weiter etc. Ja. Also, nein, wenn man schon gefunden hat, was man will, muss man sich das zuerst selber sagen, dann muss man es halt auch noch effektiv ausführen. Ja. Also, man muss dann auch wirklich sagen, ich mache das und dann macht man es auch. Ja. Also ich empfinde das mit der Comedy so, oder? Natürlich gibt es andere Möglichkeiten und man könnte da und dort vielleicht mehr und eben auch mal beim Fernsehen moderiert und nein. Ja, nein, super. So. Also das ist eh das Wichtigste, dass man wirklich der Satz, tue, was dir innerlich entspricht und du wirst nie erschöpft sein. Ja. Genau. So ist es. Und wenn du jetzt eben zum eigentlichen Kreis wieder schließen, wenn du jetzt, also heute zum Beispiel nach Freiburg gehst, ja? Das heisst, für dich ist dann das Gefühl danach, nachdem du so einen Match kommentiert hast, bist du dann erschöpft oder bist du dann, dann so entspannt, locker, ich könnte gerade nochmal rein? Nein, ich bin schon erschöpft, weil jedes Mal, wenn ich irgendetwas mache, gebe ich meine ganze Energie rein und bin mit Haut und Haar dabei. Also ich gebe immer sehr viel von mir irgendwie dort rein. Ich bin dummerweise eben ein Perfektionist. Das ist eigentlich etwas ganz Blödes in diesem Beruf, weil es gibt eben den perfekten Match oder die perfekte Sendung, die gibt es gar nicht. Yeah. Und gleich strebe ich immer nach dem. Und wenn du jetzt sagst, ja, wie wirst du dich fühlen heute nach dem Match, denke ich immer, ja, wahrscheinlich irgendwie ein bisschen unzufrieden auch zuerst, weil ich irgendwie das Gefühl habe, das hätte ich noch besser machen und alles. Und immer ist es das so rausgekommen, wenn ich mir es gewünscht habe. Und ich zu mir selber sehr kritisch immer auch bin. Und manchmal ärgert es mich über mich, dass ich so überkritisch bin. Also ich merke es dann viel irgendwie den Feedbacks oder wenn ich es nachher selber auch nochmal schnell anhöre, dass alles halb so wild war, wie ich es mir in dem Moment irgendwie vorgestellt habe, dass ich es irgendwie jetzt gebracht habe. Aber eben, es macht mir sicher Freude, dort im Stadion zu sein, das mitzuerleben und alles. Aber mein Anspruch ist eben, dass ich jetzt irgendwie den perfekten Match kommentiere. Yeah. Und das Gefühl ist nicht gewesen. Aber ich werde sicher rauslaufen und sagen, war ein cooler Abend gewesen. Wer habe ich heute wieder alles getroffen, alle die Spieler und der Match war mitreissend gewesen und gute Stimmung. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Und dann mache ich es dann besser. Und dann mache ich es dann noch besser. Aber nein, es ist schon zufrieden.
dass es vorbei war, gut, dass es jetzt auch fertig ist für den heutigen Abend. Mhm. Und nicht so, jetzt muss ich gerade nochmal einen haben. Yeah. Nein, das ist ja schon gut. Der eine Match wird mir für heute langen und der nächste kommt dann in ein paar Tagen auch schon wieder. Ja, also das ist ziemlich, eben zum Beispiel, das ist ziemlich deckungsgleich mit einem Auftritt von mir. Mhm. So, also ich suche logischerweise immer die Parallelen und das spüre ich extrem bei so etwas. Also ich habe mir mal gesagt, der perfekte Auftritt, und das kann ja auch nur 5 Minuten sein, es muss nicht ein oberfüllendes Programm sein, von dem tue ich mir die Setliste tätowieren. Und bis jetzt habe ich das Tattoo noch nicht. Weißt? Also ich glaube auch nicht, dass ich jemals den perfekten Auftritt wird haben. Ich genieße es wahnsinnig in dem Moment und nachher kommt auch die Selbstkritik. Und ich habe früher noch hab ich oft Probleme gehabt, dass die Selbstkritik dann so ein bisschen in etwas Selbstzerstörerisches geht. Mhm, genau. Dass du dann auf einmal so findest, du kannst das ja eigentlich gar nicht so gut. Und warum machst du das überhaupt? Und warum haben Leute das Gefühl, du sollst das machen? Mhm. Oder im Gegenteil, vielleicht sogar Leute sagen, du sollst das nicht machen, die haben ja eigentlich recht und so. Wenn du in dem Moment reintriffst, wo dir das sagen, dann bist du erledigt. Ja, genau. Aber was wäre der perfekte Auftritt? Wenn jeder Gag sitzt und alle alles das lustig findet, was du erwartest. Ja, und vor allem, wie messest du das bei dir? Vor allem, wenn ich es für mich perfekt, logischerweise, ich habe dort mal irgendwie, da habe ich ein bisschen verdreht und irgendwie, genau. Ist das Timing nicht so richtig gewesen. Aber im Normalfall sind es 2 bis 3 klare Fehler, die ich sagen kann. Und das eben, merkt man auch. Was ist ein klarer Fehler denn bei dir? Ein klarer Fehler ist, ich habe irgendwie zum Beispiel das Setup zum... Also die Einleitung zum Witz habe ich irgendwie das eine Wort nicht richtig gesagt oder an falschen Ort da oder irgendwie so. Mhm. Dort habe ich zu wenig lang gewartet. Ja, perfekt. Also, es ist genauso, wie ich es mir vorstelle. Ja, also das ist ein klarer Fehler, wo eben in Russen war. Das ist ein klarer Fehler. Aber es ist genau das. Yeah. Du hast das Wort dort wollen sagen, genau. Weil genau das Wort als einziges Wort dort Sinn macht. Und jetzt hast du es genau nicht gebracht. Ja, wie viel Moderation habe ich schon gehabt, wo genau das auch vorkommen ist. Oder? Ja. Drum, das kann ich extrem nachvollziehen. Aber hast du das früher noch gehabt, dass die Selbstkritik eben dann fast zu viel geworden ist? Ja, habe ich wirklich auch schon gehabt. Ja. Yeah. Also, ich denke, ich bin die grösste Flaschen und alles, also, ja. Und wie hast du das denn umgekehrt? Wie habe ich es umgekehrt? Ich habe es mir mal angehört, das erste Mal selber wieder. Ja. Mal, und dann dachte ich, okay. Das macht extrem viel aus, gell? Ja, macht extrem viel aus, ja. Ja, dachte ich, okay, hätte gar nicht so gewirkt, dass man es selber in dem Moment ganz anders wahrnimmt. Und dann halt wirklich auch Leute gefragt. Also, ich habe dann gut meine Familie fragen. Und dann, die sind ziemlich schonungslos mit mir. Und die kriegen auch nicht alles mit, die kennen mich auch so gut. Und da kann ich ja nichts mehr vorspielen. Also meine Frau, die weiss gerade sofort alles irgendwie. Und, und es geht ja mehr dann um so Sachen. Und ich meine, ja, wenn ich einen inhaltlichen Fehler mache, falsche Zahl sage, irgendwas, das ist mir dann, ja, dann, das ist dann ein Fehler. Der kann dann niemand mehr schön reden. Das ist dann sehr ärgerlich. Mhm. Ein Versprecher ist für mich gar nicht so ärgerlich. Oder ein Verhaspeler, so muss ich sagen. Aber ein falscher Fakt, das ist sehr ärgerlich, oder? Und sonst, das andere sind dann mehr so eben Pausen, Rhythmus, zu viel reden, zu laut, zu leislig. Das sind mehr so Sachen, wie kommt jetzt das über? Yeah. Das sind dann so Sachen, die gerade eben Familie, wenn man meine Frau sehr gut kann beurteilen. Und wenn eben offensichtlich Hockey auch so deine Passion ist, hast du auch noch nie das Gefühl gehabt, dass wir dich immer gefragt wegen der Comedy, ja, würdest du nicht irgendwann verleiden oder hättest du es nicht lieber als Hobby einfach eben jeden Match schauen und nicht noch müssen durchkommentieren etc. Aber ich stelle mir eben vor, es ist die beste Kombination eigentlich. Ja genau, wenn du das als Beruf kannst machen, was andere als Hobby machen, ja Mann, super, oder? Und eben, es gibt so viele Komponenten, wo interessant sind, so viele verschiedene Teams und du wirst ja nie alles wissen, weil das ist ja auch so, du kommst ja gar nicht zu dem Punkt und du sagst, jetzt weiss ich alles, jetzt kann ich alles und es verändert sich wieder und gerade ich werde älter, die Sportler, wo ich darüber berichte, sind immer gleich alt. Die Szene bleibt ja immer etwa die gleiche vom Alter her. Jetzt kommentiere ich Spiele von Söhnen, wo ich die Väter schon kommentiert habe oder interviewt habe. Ja. Und das ist aber auch wieder eine andere Generation, die da kommt, die anders stickt. Yeah.
Und dann kommen wir wieder neue Komponenten dazu. Das Hockey hat sich extrem verändert. Und dann berichten wir über die National League, aber auch über die NHL. Mhm. Oder dann über internationales Hockey. Also gerade sofort wieder andere Geschichten. Yeah. Und dann ist ja das mein Beruf. Das heisst, dann habe ich ja schon noch Freizeit. Und Hobby, ich kann ja dann in der Freizeit andere Sachen machen. Wo ja andere Leute dann gehen Hockey schauen. Dann kann ich halt Golf spielen oder schauen Golf am Fernsehen, um mich ja? zu spannen. Bist du ein Golfer? Total, ja. Golf ist das Größte. Wirklich? Ja, Golf ist das Beste, was es gibt. Also für mich jetzt zum Spielen, das ist wirklich... Ja, die Sportart hat mich total gepackt und fasziniert. Ja. Spielst du Golf? Ja, unglaublich schlecht. Ja. Ja, also ich habe Handicap 54. Ja. Also wirklich das absolute Ja, aber du spielst Minimum. Golf. Nein, Golf, yeah. Golf ist extrem faszinierend, muss ich sagen. Da gibt es ja Vorurteile, das ist ja unendlich. Ja, yeah, ja. Von den Leuten und ist noch verrückt. Auch wir haben doch nie Golf gegangen, früher nie. Und als ich angefangen Golf spielen und es mir nachher gepackt hat, habe ich angefangen Golf zu schauen. Mhm. Und dann, die Sportart verstehst du erst dann, yeah. was die leisten und was die machen, das ist abartig. Die Profis, wie gut dass die sind yeah. und das Niveau an dieser Weltspitze und wie breit dass die Spitze ist, boah, das ist für mich mein Hobby. Dann kümmere ich mich um Golf. Yeah. Ja, ich finde Golf faszinierend, weil es wirklich, natürlich ist jede Sportart eine Kopfsache, oder? Aber Golf ist der schwierigste Sport, einfach schon nur, weil du so heftig mit deinem eigenen Kopf die musst du auseinandersetzen, ja. oder? Genau, Golf ist wirklich auch Menschenkenntnis. Wenn yeah. du mit einem eine Golfrunde gespielt hast, 18 Loch, 4,5 Stunden, dann weisst du nachher, wie die Person tickt, oder? Also auf dem Golfplatz könnten im Fall so viele Probleme und Sachen irgendwie gelöst werden. Ja, wirklich. Weißt du, wie viele Leute habe ich schon kennengelernt beim Golfen? Das ist fantastisch, mit jemandem zu golfen, oder? Da kommt alles führen. Da ist schon nichts los. Ja, wenn ich Chef wäre und würde Leute einstellen, würde ich mit denen immer golfen, oder so, wenn sie dann spielen, ja. Aber dort lernst du die Leute auch kennen, ja. Ja, vor allem dort siehst du den Michael Jordan, hat jetzt gerade kürzlich ein Interview gegeben über das Golfen. Ein von den besten, für mich wahrscheinlich der beste Basketballspieler aller Zeiten. Oder? Mhm. Und das sagt dann eben, Golf, dort bin ich richtig rausgefordert. Wenn er an einen Match gegangen ist, dann ist es so gesehen, ja. ich putze eh weg, oder? Ja. Und bei Golf ist dann so, der Ehrgeiz, wo nochmal so einen packt, oder? Das kriegst du, glaube ich, wirklich in keinem Sport sonst an. Und so viele Sportler sagen genau das, yeah. die jetzt aktiv sind, Spitzensportler. Yeah. Es gibt so viele Leute, die sagen, Golf sei kein Sport. Und gleichzeitig gibt es so viele Spitzensportler, die Golf spielen, total begeistert sind und sagen, es ist so anspruchsvoll, es ist so schwierig, wo ich mir immer denke, ja hallo, wie kann denn das kein Sport sein, wenn die yeah. genau dort so an ihr Limit ankommen. Yeah. Obwohl der Ball ja nur da liegt, der bewegt sich ja nicht einmal, oder? Und das ist genau das Spezielle. Yeah. Im Tennis spielt der Gegner den Ball irgendwo auf den Platz. Du musst aus vollem Lauf den Ball zurückschlagen. Das heisst, du hast keine Zeit zum Denken. Mhm. Das heisst, deine Bewegungen sind einfach Automatismen. Paff, die rufst du jetzt so ab in dem yeah. Moment. Und genau das geht ja nicht im Golf. Weil der blöde Ball, der liegt ja nur da. Er bewegt sich nicht. Ja, du kannst herstehen, hast so viel Zeit. Du hast so viel Zeit. Dann geht so viel schief. Das ist unglaublich. Obwohl es ein Prozess ist, wo du eigentlich einfach sollst wiederholen. Aber eben andere Distanz, andere Lage, aufwärts, abwärts, links, das Gras hoch, das Gras tief, Wind. Es spielen so viele Faktoren eine Rolle. Und ja, darum. Ja, und du hast cool. Ja, ich finde es auch sensationell. Vor allem, weißt du, irgendwie, ich weiß noch, als Kind schon findest du Minigolf geil und so, oder? Und wenn du dann aber zum ersten Mal richtig, halbwegs richtig, den Ball mit irgendeinem Eisen geschlagen hast und der dann durch die Luft fliegt und dann halbwegs dort angeht, wo du hast wollen, dann willst du nie mehr irgendetwas anderes machen. Genau, das Gefühl, ja. gell? Der Moment. Und du hast aber alle 100 Schläge. Dann wartest du wieder 100 Mal, bis das Gefühl wieder kommt, aber es kommt irgendwann wieder. Ja. Das ist so der Golfgott, der treibt Spiele mit uns. Er sagt, komm, Joel, gib jetzt wieder mal einen, damit er dranbleibt. Und nachher aber dann denkst du, yeah, jetzt kann ich es. Und nachher kriegst du wieder 100, wo du demütig wirst, auf den Boden zurückkommst. Und ey, weißt du was? Jetzt weiß ich erst, das, was wir eingangs besprochen haben, die Zeit nehmen, um mit Leuten sich beschäftigen, auseinander. Yeah. Das mache ich ja die ganze Zeit, nämlich beim Golfspielen. Das ist so.
Weil dort stelle ich mein Handy ab, es ist im Golfbag. Und dann, das sage ich immer, wenn du den ersten Ball geschlagen hast, im Loch 1. Der erste Schlag, das ist ja auch noch so, bist noch nervös, viel, gell? Yeah. Also, das ist so ein spezieller Moment. Gut, dann hast du den ersten Ball gehauen und dann laufst du raus aufs erste Fairway. Yeah. Und das ist so der Moment, wo du weißt, jetzt lasse ich die Welt hinter mir. Yeah. Alles, was jetzt irgendwo passiert, ist mir jetzt völlig egal. Das Handy ist abgeschaltet. Jetzt bin ich 4 Stunden auf dem Golfplatz. Tschüss zusammen. Und dann bist du mit deinen Leuten im Flight unterwegs und dann machst du eigentlich genau das. Ja, also du spielst und bist mit diesen Leuten zusammen. Es hat schon etwas Therapeutisches. Das mache ich ja. Ja. Ja, cool. Wie lange sind wir jetzt? Okay. Bin ich gerade zum Schluss gekommen, dass ich das gleich mache. Siehst du nur? Aber es ist auch am Tisch cool, muss ich sagen. Aber wie lange sind wir jetzt schon dran? Jetzt sind wir eine gute Stunde dran. Schon, hä? Ja. Die Zeit, das sagen die Leute bei dir immer, was? Wirklich? Jetzt hast du gemerkt, also, dass und jetzt gerade das mit selber. Steffi Buchli, die auch nicht können glauben, dass man schon eine gute Stunde dran ist, hat sie ja gerade gesagt. Und ja, es ist so. Es geht schnell vorbei. Also nur schnell. Golfen? Nein, ich habe schon noch Zeit. Also weißt, ich weiß nicht, ob die hören noch Zeit haben, aber ich habe noch Zeit. Also wenn aber ich Podcast höre beim Autofahren, bin ich gar nicht so enttäuscht, wenn er länger geht als meine Fahrt, weil ich fahre dann auch wieder retour. Ich fahre dann von Freiburg auch wieder heim, dann bin ich froh. Das ist ja genau der Punkt. Also weißt du, der längste, den wir gemacht haben, ist gesehen, der Renato Kaiser. Der ist über 3 Stunden gegangen. Nein. Und da haben wir auch nur müssen abbrechen, weil dort ist gerade noch, ich weiss nicht mehr, welche Phase vom Lockdown, aber es ist irgendwie gesehen, nach der 7. hast du nicht mehr einkaufen können. Und der Christoph, Produzenten Christoph, hat um 20 vor 7 ist also auf dem Stühle rumgerutscht und so. Und da denke ich so, Christoph, was ist los? Ich muss noch einkaufen. Hör dazu verreden. Dann haben wir gesagt, okay. Dann haben wir aufgehört. Und das Geile ist, dort habe ich eben dann mal die Analytics aufgerufen, wie es mich Wunder genommen hat. Und dann habe ich gemerkt, dass vor diesen 3 Stunden, nach genau 1,5, der einen super Spike wieder hast. Nein. Also weißt du, eigentlich, entweder hören wir jetzt auf oder müssen wir einen Tour haben. Das war aber spannend gewesen, nämlich du hast gemerkt, aha, die haben gesehen, da geht 3 Stunden, teile ich mir auf in 2 mal 1,5. Weil sonst, ein von mir geht zwischen 1 Stunde und 2, so im Normalfall. Und darum ist es wahrscheinlich so 1,5, ist wahrscheinlich so der goldige Schnitt, oder? Und darum hast du dann in der Mitte den riesen Spike. Weil, das merke ich auch bei mir, wenn ich irgendwie Podcast los und ich muss unterbrechen, dann gehe ich ja nochmal so vielleicht halbe Minute, Minute, zwei zurück, damit ich so wieder ein bisschen reinkomme, dass ich weiss, wo sind sie gerade gesehen und was ist gegangen oder irgendwie so. Und das geht dann halt eben in der Statistik, geht das dann so einen riesen Spike nach oben, weil dort die Leute eigentlich 2 Mal einen gewissen Teil gelost haben. Okay. Oder? So, das hat es mir dann gezeigt. Hat mir gezeigt, aha, doch, die hören es bis zum Schluss. Sie teilen es sich halt einfach auf. Ja. Und das finde ich auch geil an einem Podcast. Ja. Eben, die Länge ist so egal. Ja, also, genau. Weißt, aber eben, ich habe eben viel schon erlebt, eben Deadlines bei Podcasts, er sollte nicht zu lang gehen. Ja. Yeah. Ich muss sagen, aber ich wähle doch das irgendwie aus und ja, ich habe einen Golf-Podcast, den ich höre. Mhm. Und die auch, die machen ja, mal 1 Stunde, mal 1,5, je nachdem. Und dann merke ich als Zuhörer ja auch, ja, dann höre ich halt auf dem Weg. Also, ja. Der ist einfach programmiert. Wenn ich das Auto anstelle, dann kommt der. Ja. Wo ich jetzt gerade noch dran bin am Hören. Und dann entweder höre ich weiter oder ich spare mir es noch für den nächsten Tag auf. Es ist ja häufig auch noch zeitlos. Ja, und das finde ich dann eben auch so schade bei Fernseh, Radio, Talkformat und so, dass dann eben eine Zeitbegrenzung da ist. Also weißt du, zum Beispiel Focus ist so eine geile Sendung, aber Leute, die Focus machen, sagen mir dann, oh, manchmal habe ich dann so, weißt du, in der letzten Viertelstunde kriegst du ein bisschen Stress, weißt du, weil du findest, eben, ich hätte noch das, ich hätte noch das. Das ist wahrscheinlich auch der Scheiß, wenn der Match irgendwann fertig ist und du schaust eben deine Blätter an und sagst, jetzt habe ich die Geschichte gar nicht auspacken, jetzt habe ich die Info nie platziert, oder? Aber das ist gut, das ist wichtig. Also, nein, es ist so, also, es ist wichtig. Wenn ich einmal einen Match komme, wo ich alle meine Infos erzählt habe, die ich weiss. Dann ist es ein Scheissmatch gewesen. Nein, da habe ich zu viel geredet, definitiv. Selbst bei einem Scheissmatch, das kann nicht passieren, darf nie passieren. Du musst immer viel mehr Stoff, als du brauchst. Ja, nicht. Das habe ich gelernt. Dass, wenn ich das, man sagt, okay, ist gut gewesen. Ja. Yeah.
Ja. Und irgendwann erzähle ich es dir wieder und so erfahrt die Welt diese sensationelle Geschichte halt nie. Aber das Gefühl, das habe ich natürlich permanent gehabt. Im Sportpanorama, der Auftritt vom Studiogast, 12 bis 15 Minuten, stell dir so das schade, mal vor. Oder? Hat das Gefühl, ich habe mich jemals gut gefühlt nach einem Sportpanorama-Gespräch, wo du so viel vorbereitet hast. Und dann kommst du irgendwie nie hin. Ja, weil dort bist du dann wirklich getrieben. Und Sportpanorama haben wir plus minus 30 Sekunden pünktlich müssen fertig machen. Das ist ein extremer Stress. Jetzt bin ich wirklich ganz entspannt da. Das ist wirklich sehr angenehm. Also, ich muss sagen, zum Machen ist es sehr angenehm. Also, wenn die draußen denken, ja, zum Hören vielleicht nicht so ganz, hey, sind nachsichtig, uns zwei tut es keinem gut. Ja, aber darum sage ich ja, also, weißt du, es hat ja wirklich den eigenen Nutzen. Weil ehrlicherweise tue ich ja nicht gross vorbereiten und irgendwie, ich weiss einfach ein paar Sachen über die Leute. Weil, das habe ich auch schon gemerkt, ich würde hundertprozentig dann eben vergessen, das entscheidende Ding habe ich fragen. Das habe ich so ganz am Anfang, bei zwei, drei Folgen habe ich das gehabt. Und dann redest du 2,5 Stunden mit jemandem, so eine super Reise gesehen, wo auch immer an. Und dann denke ich so, aber das habe ich nicht angesprochen. So, weißt du, dann schießt mir das schon an. Ja, und das kenne ich schon auch. Aber, das sollte ich eigentlich nicht sein. Ja. Aber ich, also weißt du, das glaubt jetzt vielleicht nicht, aber ich habe gar nicht immer so ein, also ich habe gar nicht so ein Mitteilungsbedürfnis. Nein, wirklich nicht. Es ist nicht so, dass ich jetzt das brauche, aber ich erzähle halt dann gleich noch gern, wenn ich es dann mache. Ja, aber das finde ich, eben, das find ich auch so geil. So sind wir irgendwie doch. Ja. Logisch. Darum finde ich eben, wenn ich jetzt über nicht Passion daher, redet. Hätte ich jetzt das niemandem erzählt heute. Und genau. Der Tag wäre aber auch vorbei gegangen. Genau. Aber wenn jemand über die Passion kann reden und das dann macht, das finde ich super geil. So, genauso wie du dann auch über Golf jetzt geredet hast. Also weißt du, es ist oft so, solange man etwas zum Reden hat. Jetzt weiss ich, was es ist. Es tut mir eben gut, über Golf reden oder über Hockey reden. Yeah. Weil es mir Freude macht und etwas schön ist und weil ich etwas darüber zu erzählen habe. Mhm. Und wenn ich jetzt in dieser Zeit das nicht geredet hätte, dann wäre ich jetzt vielleicht irgendwo im Auto gesessen oder irgendwo und hätte über irgendetwas nachgedacht. Oder hätte jetzt irgendwelche News gelesen, die schrecklich und schlimm sind, wo die abziehen und beschäftigen. Mhm. Aber in dem Moment, wo ich jetzt da bin, über gute Sachen reden, ist halt eben gleich eine Therapie. Ich finde es geil, wie du so... zahlen, wenn ich rausgehe. Ich finde es geil, wie du so richtig so eine Erkenntnis hast. Da. Ja, während dem Machen. Bist du noch nie bei einem Podcast gesehen, oder? Mal, schon x-mal. Ah, wirklich? Ja, mal, ja. Was denn? Flow bin ich mal gesehen. Kennst du den auch? Nein. Das ist so fast wie Feelgood und der Flow. Okay. Ja. Dann, also selber habe ich schon Podcast gemacht, Aufwärmrunde SRF, wo ich auf der anderen Seite gesessen bin. Ja. Darum ist es so schön entspannend, kann ich jetzt da sitzen und was nicht vorbereitet habe, kann ein bisschen Kaffee und Wasser trinken. Kann ich auch machen. Und okay. Schwätzen. Und, wo bin ich jetzt noch gewesen? Der Christoph, der Trink, der rumtippen. Er sucht schon. Ich muss es gar nicht selber. Ich muss es nicht mal selber wissen. Das ist ja noch besser. Ich muss es nicht einmal selber wissen, wo ich schon bin. Ja. Eisbrecher. Genau. Ja, dort bin ich ja letztens. Ja, logisch. Eisbrecher-Podcast, Tagesanzeiger. Ja. TA Media, besser gesagt, muss man ja sagen. Hockey-Podcast. Ja. Und Shortflow. Und? Shortflow? Das ist eben der. Das ist eben der. Ja. Ja. Genau. Da muss man mal reinziehen. Ja, Drift. Nein, das ist ein anderes. Nein, das ist mir. Dort treffe ich Hockey-Cracks, ja, genau. Ah. Das ist eine MySports-Serie. Da finde ich eine Werbung machen eigentlich. Natürlich. Das ist noch kein Werbespot, bin ich mir gar nicht so gewöhnt. Nein. Nein, weil viele Leute, ich muss ja ein bisschen schauen, viele Leute sagen ja, das MySports, das kann ich irgendwie gar nicht schauen und alles im Pay-TV und so. Dabei gibt es so viel Inhalt von MySports, die völlig free sind. Auf YouTube oder auf der Website, eben die Serie, die ich gemacht habe, wo ich Hockey-Cracks treffen zum Auftakt, zum Einstieg beim iSports, haben sie die Idee gehabt, jetzt wo du wieder in der Stadion bist und so weiter, müssen wir irgendetwas machen. Und dann bin ich die Dinosaurier von der Liga treffen, die haben schon am längsten in der National League gespielt. Beat Gerber, 23. Saison SCB, 39. Oder Beat Forster bei Biel und der andere Sambühl beim HCD. Und das war für mich so cool gewesen. Einfach, wie das jetzt MySports gemacht hat. Einfach eine Kamera einschalten, mitnehmen und losgeht und auf die Eisbahn Ansteckmikrofon und ich treffe die Leute und so geht es über. So wie es ist, so wie wenn ich die Leute dort treffe. Yeah.
so authentisch und natürlich und neu gestellt und nicht irgendwie zuerst ein Vorgespräch haben und dann sagen, okay, aber jetzt schalten wir die Kamera ein und nachher ist ganz anders. Und das hat mir extrem gefallen, als ich gemerkt habe, ja. Es hat halt wieder eine andere Nähe und Direktheit, wie, also ich meine, Sportpanorama ist ja das absolute Nonplusultra, oder eben an die Olympischen Spiele geht, auf Wimbledon oder was, das ist im Sportbereich das Nonplusultra, aber es bedingt natürlich auch, dass eine riesige Maschinerie dahinter ist. Oder eben auf die halbe Minute genau. In der Live-Sendung sein, dort das. Mhm. Und ich glaube nicht, dass eben die Leidenschaft irgendwie verloren geht oder so, aber es ist halt einfach so viel Zeugs, wo sonst noch drumherum stattfindet. Mhm. Und so etwas, was du jetzt sagst, ist wirklich einfach direkt zu den Leuten geil. Ein bisschen schwätzen, oder? Ja, genau. Und die Leute treffen wieder dort, wo sie am Trainieren sind, und in die Garderobe reinsitzen mit denen und reden. Ja. Das ist dann auch zusammengeschnitten worden nachher. Auch dort haben wir natürlich viel mehr gedreht. Und am Schluss hat es dann gleich irgendwie etwa 22 Minuten sollen sein. Also 20 haben sie mal. Und es ist dann 22 und 23 Minuten. Aber das kann man zum Beispiel schauen, das wollte ich noch sagen. Genau. Ja, unbedingt. Dass ja nicht immer alles so irgendwo hinter einer Paywall verschwindet oder, oder irgendwie. Ja, und ich denke, es ist ja schlussendlich, also die Paywall, es ist ja eigentlich auf der Umstrukturierung, oder? Wenn du überlegst, Musik, ob das jetzt gut ist oder nicht, ja, aber Musik kostet mittlerweile, sagen wir, für viele einfach weniger als 20 Stutz im Monat. Und früher hat Musik, für jemanden, der sich für Musik interessiert hat, 200 bis 300 Stutz im Monat gekostet. Also kannst du jetzt genauso wieder überlegen, schaust Sachen viel auf Netflix oder sonst irgendeinem Streamer. Ja? Früher bist du vielleicht viermal ins Kino gegangen. Genau. So, also ich habe das Gefühl, am Schluss ist es ja eigentlich nur eine Umverteilung von du tust einfach mehr, darum sage ich ja Special Interest. Ich habe extrem viele verschiedene Abos für extrem viele verschiedene Sachen. Weil ich finde das geil und ich finde das geil und ich will das sehen und nein. So. Ja. Und ich merke aber, dass meine Ausgaben im halb privaten Bereich. Ja. Halb privat? Ja, es ist halb privat, weil irgendwie ich habe zum Beispiel eine Datenbank für Sounds, weißt du, wo ich für YouTube-Clips brauche. Ja. Oder? Das ist jetzt eher beruflich. Aber Netflix ist halb privat, weil die meisten Comedy-Specials kommen da raus. Ich schaue jedes. Ja. Aber natürlich finde ich dann halt auch mal spannend, wenn irgendwie ein neuer Film draussen ist, wo man jetzt dort schauen kann. So, Sport, da habe ich irgendwie einen UFC-Pass, da habe ich irgendwie NBA habe ich schon gehabt. Und, also weißt du, es geht dann in alle möglichen Richtungen. Und dann schaue ich aber am Schluss die Ausgabe, merke ich so, aha, ja gut, ich bin jetzt halt einfach schon länger nicht mehr CD kaufen. Ja, nein, und ich meine, DVDs, das auch die so. CD, die 20 Franken gekostet hat, die du wählen von einer Band, und am Schluss haben dir nur 4 Lieder gefallen. Genau. Ja, das ist noch gut gewesen, 4. Ja, das ist eigentlich wahr. Ja, dann hast du eine gekauft, wo mir nur 1 gefallen hat. Ja, das ist auch wieder wahr. Ja. Ich habe über 400 DVDs gehabt. Ja. So, und wenn du jetzt, sagen wir, Durchschnittspreis 20 Stutz nimmst, kannst du für einen rechten Betrag. Genau. Wo du lang kannst Sachen streamen in verschiedenen Bereichen. Ja. Zum Beispiel. Ja. Und das ist nur ein Bereich, da habe ich jetzt die Musik noch nicht zugerechnet. Mhm. Also, eben, ich glaube, kommt es wirklich darauf an, was einem effektiv interessiert. Denn, eben, wenn ich jetzt Hockey-Fan wäre, hätte ich das sofort. Ja, das Abo kostet 25 Franken im Monat. Yeah. Du kannst jeden Match schauen von deinem Team. Und ich habe gesagt, im Hockey spielen sie dreimal in der Woche. Yeah. Also jetzt, ja. Du kannst schauen, wie viele Matches es sind, wo du kannst schauen von A bis Z, oder? Von deinem Team. Also. Ja, und machbar. Eben, man kann das Geld sicher immer ausgeben. Ja. Genau. Definitiv. Ja. Gleich noch schnell, wir hören bald auf, aber das nimmt mich gleich noch schnell Wunder. Du bist ja jetzt noch als eine von der letzten Amtshandlungen beim SRF, bist noch an den Olympischen Spielen in Tokio gesehen. Ja. Unter eher absurden Bedingungen halt. Also die jetzt die ganze Welt momentan haben, aber so verglichen mit anderen Olympischen Spielen, wo halt Tohu Wabohu, was weiß ich, gesehen ist. Muss schon ziemlich komisch gewesen sein, jetzt. Sie sind halt so gewesen. Yeah. Ich habe es von einer anderen Seite angeschaut. Entweder hat man die Olympischen Spiele oder man hat sie nicht. Yeah. Und dass sie durchgeführt werden können, ist so viel mehr wert gewesen, als
ja, das Negative von diesen Restriktionen halt ohne Fans und auch wir, die uns nicht dürfen im Hotel und im Shuttlebus und am Arbeitsplatz bewegen. Aber wichtig ist einfach, dass diese Spiele stattfinden können, weil Olympische Spiele natürlich vor allem schon auch Fernsehspiele sind. Mhm. Und gerade im Sommer so viele Sportarten dort mal in den Fokus kommen, die sonst nie im Fokus sind und nie die Bühne haben. Du hast gerade die Kampfsportarten zum Beispiel erwähnt. Mhm. Wir haben Judo, wir haben Karate gesehen. Die Elena Quirici, ja, die ist jetzt dort live im Fernsehen gekommen, obwohl sie im Karate zu den Besten in Europa, den Besten von der Welt gehört. Hat sie dort ihren Auftritt gehabt, wo sie jetzt 5 Jahre darauf gewartet hat, weil die Spiele noch müssen verschoben werden. Und Schiessen beispielsweise, oder? Wir mögen uns an Teile die Thelm Gerber erinnern, die in Rio die erste Medaille geholt hat für die Schweiz. Ja, in Tokio ist es jetzt wieder gewesen. Wie viele Mal haben wir sie gesehen zwischen Rio und Tokio? Ja, nicht einmal ich habe mitgekriegt, wo sie ist. Yeah. Und sie hat permanent weggekämpft, war schon im Einsatz gewesen und alles. Das zeigt einfach, wie wichtig das Olympische Sommerspiel sind, gerade für solche Athletinnen und Athleten. Im Sommer gibt es so viele von diesen Sportarten. Und darum habe ich gewusst, ja, für die Leute müssen wir das machen und auch diesen Sondereffort leisten. Und egal wie schwierig das die Bedingungen sind, jetzt kriegen die ihr ein Schaufenster. Und wir können mithelfen, ja, dass die Bühne kriegen und wir die Sportarten attraktiv und gut überbringen. Und das war meine Motivation gewesen. Und unter diesem Gesichtspunkt habe ich dann alles gar nicht mehr so schlimm und mühsam gefunden. Yeah. Obwohl natürlich völlig klar ist, dass es ja, viel cooler und lässiger gewesen wäre mit Zuschauern und mit Stimmung und mit Fans im Stadion und alles. Aber unter diesen Umständen ist ja einfach die Option gewesen, ja, es findet gar nicht statt oder es findet so statt. Yeah. Und ja, genauso wie eine Hockeymeisterschaft mit Geisterspiel. Ja, ist gut, hat sie stattfinden können. Ja. Da habe ich das mehr so angeschaut. Ich meine es auch nicht im Sinn von, eben, dass es extrem mühsam war, sondern es ist einfach speziell, weil halt auch alles, was jetzt in den letzten Monaten und mittlerweile fast Jahren passiert ist, sehe ich halt auch ein bisschen mehr Aspekt von, das ist alles unglaublich geschichtsträchtig, was gerade passiert, oder? Also weißt du, dass man merkt es ja gar nicht, weil man gerade selber in diesem Film drin ist, aber wenn du dann in 20 Jahren zurückdenkst, dass du mal olympische Sommerspiele unter quasi Ausschluss von der Öffentlichkeit unter sehr speziellen Bedingungen hast müssen erleben, oder dürfen erleben. Das ist wahr, ja. Also weißt du, das tut es dann auf einmal in einen völlig neuen Fokus setzen. Ja, ja. Nein, das stimmt. Wenn man da in 20 Jahren zurückschaut und wird erzählen, wie das damals war. Yeah. Oder wenn man das einer Generation erzählt, die das überhaupt nicht mitgekriegt hat. Yeah. Ja. Wird das definitiv anders sein als alles andere, was man vorher erlebt hat. Ja. Und wirklich etwas, was unvorstellbar war. Also, dass das passiert und so wird es sein. Und wir mit Masken rumlaufen den ganzen Tag auf der Straße und. Und die, weißt du, die Match, wo du gesagt hast, ohne Publikum und so, ich finde, gerade zum Beispiel Fußball hat extrem gelitten unter dem. Oh ja. Fußball ist super schlimm gesehen ohne Publikum. Ja. Also am Fernsehen schauen, komplett abgestellt. Ja. Hockey habe ich aber zum Beispiel geil gefunden, weil irgendwie eben die Dynamik nimmt es irgendwie nicht weg. Und Basketball, wo sie in der Bubble gemacht haben, NBA und so, habe ich auch geil gefunden. Also du hast gemerkt, es gibt gewisse Sportarten, die halt eben auch noch von den zusätzlichen Fan-Emotionen mehr leben. Und ich glaube, Fußball ist da extrem. Ja, weil das halt riesige Stadien sind, die überhaupt nicht gefüllt können werden, eben ohne die Leute. Obwohl im Hockey ist mir schon gegangen, wie du auch gesagt hast, dass ich gefunden habe, die Spiele funktionieren ja. Und die haben auch gute Intensität gehabt und alles. Ich habe das Gefühl, ist jetzt irgendwie alles draussen, was irgendwie so aus dem Hockeysport ausgemacht hat. Und gleich jetzt, wo die Leute wieder da sind und das siehst, merkst du wieder, wow. Ja, es ist schon nochmal etwas anderes. Aber ja, ich finde auch, Hockey gut funktioniert. NHL Playoffs, die sie dann nur an wenigen Standorten gemacht haben, haben extrem gut funktioniert, weil die noch mit LED-Wänden geschafft haben. Weil die hinten auch, das haben sie in der NBA sicher auch so gemacht, abdeckt haben, den Teil vom Stadion, wo eh nicht mehr gesessen ist. Ja, vor allem bei der NBA haben sie, also das werden sie im Hockey auch gehabt, in der NHL, weißt du, irgendwie der DJ, der dann immer noch «Three!» da haben sie natürlich gleich gehabt. Es war gar nie Ruhe im Stadion. Bei jedem Unterbruch hat sofort gerade gehämmert. Und im Fußball ist halt wirklich 45 Minuten lang am Stück. Ja. Ist ruhig. Und mit den Unterbrüchen, die es gibt,
Ja. So, mehr hörst du nicht, oder? Genau. Ja, stimmt. Die Sportarten, die unterbrochen werden. Ja. Und dann kannst du wieder etwas dazwischen funken. Die haben vielleicht einen Vorteil, das stimmt, ja. Ja, und ich glaube, es hat auch mit der Dynamik vom Spiel an sich zu tun, oder? Mit der Geschwindigkeit. Also weißt du, zum Beispiel ein grosses ein Grand Slam-Turnier im Tennis. Da schaust du ja gerne mal, was auf dem 7. Platz abgeht. Und dort ist ja dann nicht. Ja. Ja, auch dort ist es so. 10.000 Leute, die ausrasten und so. Also, ja. Weißt du, sondern es geht ja dann effektiv um den Kampf von zwei Menschen. Und eben auch dort die Psyche. Und auf einmal geht das Momentum in die Richtung. Eben MMA, Kampfsport, ohne Zuschauer. Hat mich super happy gemacht. Also weißt du, weil es wie nicht entscheidend ist, weil sie fighten nicht anders, weil jetzt die Leute mitgehen. Im Gegenteil, sie sind fast noch fokussierter und mehr dabei. Und Fußball hat jetzt den kompletten Dampf verloren gehabt. Ja. Weil einfach, wenn nicht 50.000 Leute jetzt irgendwie merken, da passiert etwas, dann peitschen sie nochmal die Mannschaft an. Und auch das sind dann irgendwie alle von denen 11 sind irgendwie auch nochmal zusätzlich motiviert und rennen nochmal mit. Es ist irgendwie schon, es hat mich erstaunt, was für eine krasse Symbiose dort herrscht zwischen was auf dem Spielfeld passiert und was neben dem Spielfeld passiert. Es ist auch interessant, wie die Schiedsrichter beeinflusst werden. Was das Publikum für einen Einfluss hat auf Schiedsrichterentscheidungen. Genau. Hat man jetzt irgendwie nicht wissenschaftlich erhoben. Vielleicht macht das sogar einmal einer, ich weiß es nicht. Gibt sich Analytics aber ich glaube, dazu. Es hat wirklich auch einen Einfluss gehabt. Was? Gibt sich Analytics dazu? Ja, ist noch gut möglich. Ja. Zu der bin ich noch nicht gekommen. Es gibt noch einen Haufen, wo ich wirklich wieder lernen kann. In einer Sportart, wo ich ja daheim bin, mit einer, wo ich aufgewachsen bin. Yeah. Wo ich schon das Gefühl habe, ich wüsste Haufen und dann merkst du plötzlich, boah, es gibt mir so viel. Aber das ist das Schöne. Also darum eben. Das empfinde ich wie im Golf. Ja. Du kannst es nie, es ist nie fertig. Und das empfinde ich auch mit der Comedy. Ich sage immer, ich bin Student von dieser Materie. So, aber das Studium hört halt nie auf. Also weißt du, und man ist sicher in meinem Fall an einem anderen Punkt, wie wo man angefangen hat vor 8 Jahren. Nämlich, ich kann jetzt effektiv über 90 Minuten Menschen unterhalten. Das perfekte Set habe ich trotzdem noch nie gehabt. Und gleich ist es eben noch so viel Materie, die irgendjemand sich bewegt und eben auch sich ändert. Man könnte das Gefühl haben, jeder Witz sei ja schon mal erzählt worden, der möglich ist im Universum, aber es ist ja nicht so. Das ist ja auch noch spannend, oder? Das ist so. Wie viele Witze sind schon erzählt worden und gleich gibt es immer wieder neue? Absolut. Oder erzählt man einfach immer wieder die gleichen, weil alle irgendwie wieder vergessen. Es gibt zwar so eine Theorie, ich weiß nicht mehr, ob es 3 oder 7 ist oder was weiß ich, dass in der Basis gibt es nur 3 oder 7 verschiedene Witzarten. Ach, so. Was, und alles, was man erzählt, basiert auf denen. So. Okay. Und natürlich hat es irgendjemand einen wahren Kern, weil ein klassischer Witz war, dass man probiert, die Leute auf die eine Fahrt zu locken und dann halt den Überraschungsmoment bringt. Also dann gibt es das Wortspiel, das ist eine Klasse. Also von der Form her, wirst du auch nicht, genauso wie in der Musik, gibt es halt einfach eine bestimmte Anzahl an gehört. Ja, ja, genau. Und ganz selten findet mal jemand raus, vielleicht kann ich sogar noch die Seite dazu drucken und dann tönt es nochmal ein bisschen anders. Aber auch das ist schon immer dokumentiert und... Wobei, Witz, du wirst ja nie von Witz reden. Das ist eigentlich wahrscheinlich fast eine Beleidigung. Ja, nein. Ein Comedian erzählt dir keinen Witz. Genau. Wenn ich das Programm anschaue, würde ich ja nie auf die Idee kommen, der hat mir jetzt einen Witz erzählt, sondern er hat mir eigentlich eine Geschichte erzählt. Und das ist schön. Das ist schön. Es ist natürlich, schlussendlich sind es Witz. Es sind halt einfach, wir machen untereinander, machen wir oft Unterscheidung. Wir reden dann von Strassenwitz. Und das ist das, wo so umgangssprachlich die Leute als Witz verstehen. Oder irgendwie, keine Ahnung, die Frau kommt heim und sagt zum Mann das und das. Und da. So, die Klassiker. Oder laufen die und drehen in eine Bar. Und so, das sind Strassenwitz. Ja. Wir machen schlussendlich nichts anderes. Wir machen auch Witz, aber wir tun sie eben auf unser Leben beziehen. Und das ist dann für das eine Programm, ist das dann auch ein klares Ziel gewesen von mir. Und ich gesagt, ich will jetzt Jokes schreiben, ja, und zwar wirklich, ich schreibe neu Witz, aber sie haben halt eben mit mir und meinem Leben zu tun, so. Und irgendwie so ein Klassiker ist irgendwie gesehen, mit dem Tattoo habe ich eben effektiv einen Witz geschrieben, ja,
basierend auf einer echten Geschichte. Und dann habe ich dort halt noch so zwei, drei Sachen eingebaut. Dalalala. Darum finde ich es nicht despektierlich. Es ist despektierlich, wenn jemand auf erzähl mal einen Witz. Das ist dann immer so ein bisschen, ja, ist jetzt gut. Oder? Nein, weil ich habe jetzt gerade gemerkt, ich habe schon jenseits Programm geschaut. Und man kann so schlecht etwas nacherzählen von diesem Programm. Man hat so gelacht und nicht so lustig gefunden. Und dann gehst du irgendwo an und willst das teilen und sagen. Und dann merkst du, es funktioniert ja gar nicht gleich. Genau. Weil es muss eben die ganze Geschichte stimmen und der Weg dazu. Ja. Und das macht sie dann so lustig. Und dann geht es wieder weiter und dann kommt nochmal einer. Das ist das Ziel. Genau. Das ist eigentlich das Ziel. Weil dann bleibt es an deine Marke. Yeah. So, dass ich kann gar nicht kommen und deine fünf besten Pointe irgendwo wiedergeben. Yeah. Es funktioniert gar nicht, wenn sie so aus dem Zusammenhang rausgerissen sind und sie sind dann gar nicht gleich effektiv, wie wenn sie du so aufgebaut hast auch. Aber das sind halt die effektiven Unterschiede auch von einzelnen Künstlerinnen und Künstlern, oder? Weil ich meine, ich kann von Klibi und Caroline und von Peach kann ich ein paar Sachen nacherzählen. Ja. Aber dort macht es dann halt eben gleich auch noch aus, dass es Klibi und Caroline sind oder der Peach. Oder, also weißt du, es hat auch dort noch das Level, oder? Ja. Ich bin mal mit 6 bin ich mal zu spät in die Schule gekommen und habe einen Klibi und Caroline Witz erzählt. Als Ausrede. Ja. Und zwar ist es wirklich irgendwie, wie es gegangen ist. Ja, Caroline, du bist ja zu spät gekommen. Warum bist du zu spät gekommen? Der Goldfisch hat sich das Bein gebrochen. So, und dann bin ich da reingelaufen und dann habe ich es aber halt erzählt, wie ich als 6-Jährige, ich habe keine Stimme gemacht und nichts. Und ich habe gesagt, Entschuldigung, der Goldfisch hat sich das Bein gebrochen. Das hat keine Sau lustig gefunden. Und der Lehrer ist mehr so ein bisschen irritiert gewesen. Aha, ja, okay. So, was erzählst du für Scheiß? So, oder? Und das ist dann schon ein Unterschied. Dann merkst du, aha, es hat eben schon einen Unterschied, wenn Klibi und Caroline das erzählen, oder? Ja. Und der Peach dasselbe, oder? Ja, es ist so. Das macht es dann eigenständig. Ja, absolut. Je nachdem, von wem das es kommt. Absolut. Und darum, ich find, grundsätzlich kann man gerne von Witz reden. Es ist einfach nur ein Teil vom Ganzen. Oder? Man macht auch Witz. Als Teil von einer Geschichte. Ja, wieder als gelernt. Siehst du, haben wir auch das noch gelernt. Ja, ich kann gerne mal Comedy-Theorie mit dir machen. Und du tust mir ein bisschen Hockey näher bringen. Mhm. Und dann gibt es eine gute Symbiose. Ich finde auch. Eben, man kann so viel lernen von anderen, wo man dann selber wieder kann aber einsetzen. Darum wollte ich dir in den Podcast spannend, haben. Wenn man die Leute trifft. Ja. Weil ich lasse mich gerne in den unterschiedlichsten Bereich weiterbilden. Das freut mich. Gut, mit einer Hockey-Zuschauer mehr gewonnen. Siehst du noch? Das geht's. Siehst du noch? Jetzt muss ich das dumme Abo nehmen. Also, vielen herzlichen Dank, bist du da gewesen. Hey, sehr gerne. Viel Spaß heute in Fribourg. Merci. Und komm irgendwann wieder mal. Ja. Am besten, ich habe bis dann mich ein bisschen über Hockey informieren und interessieren. Und, kannst du sagen, wenn du bei den Analytics angelangt bist, und bis dann kann ich dann noch eine Schippe mehr drauflegen. Ist gut. Danke. Dann schickst du mir mal eins von deinen Blättern. So, Vorbereitungsblätter. Ja, ist gut. Schick dir gerne mal eins. Ja, musst du schauen. Ist ja hochspannend. Gibt es im Basketball sicher auch. Das gibt es überall. Ja. Oh mein Gott. Basketball ist ja sowas. Aber das machen wir jetzt nicht. Vielen Dank, Christoph, auch. Und mach es gut. Bis bald. Peace. Boop.